der hier sein. Oh, hallo. Gar kein Intro heute. Ja, willkommen zum Twitch-Stream zur Div 3.4 sind wir ja tatsächlich. 3.4 ist die Div, wo wir unser Stream-Team dabei haben. Da sind unsere Content-Creator von TOG dabei. Ich kommentiere das heute auch nicht alleine, sondern ich habe heute mir einen besonderen Gast rausgesucht. Ist Analyst von unserem Main-Team, wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf. Und das ist der gute Nightcore. Grüß dich! Hi, Grüße. Freue mich, hier sein zu dürfen. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon riesig, weil wir haben heute den ersten Spieltag für unser neues Stream-Team, was neue Mitglieder dabei hat. Und das dürfte auch interessant werden, auf jeden Fall, würde ich mal so sagen. Ja, sehe ich genauso. Bevor wir da jetzt gleich reingehen, gucken wir uns doch erstmal an, in welcher Div, also wer eigentlich in der Div 3.4 dabei ist. Das sind nämlich nicht unbekannte Gesichter dabei. Und ich freue mich schon, wenn wir die dann bald sehen. Und das gucken wir uns gleich an. Kleiner Moment, das dürfte jetzt der Fall sein. Jetzt mit einem schönen Übergang. Sodale. Jetzt haben wir da, wie du siehst, einmal die Oettinger Radler Freunde eSports, die ihr erstes Spiel gewonnen haben. Ich finde den Namen schon mal sehr krass, sehr genial. Dann unter anderem Engine Stuttgart, die wir schon des Öfteren in der gleichen Div hatten oder sogar in den Playoffs hatten. Zur Div 2, was ich noch erinnere zum letzten Split. Ja, mir natürlich als Team Orange Gaming Stream Team. Endless Gaming und Raw Academy Young müsste das sein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, du als Analyst, was sagst du? Kennt man da ein paar? Kennt man da ein paar weniger? Gerade Div 3 ist so ein bisschen schwierig. Ja, also an sich stimme ich dir zu. Ich sag jetzt mal, dadurch, dass du in Div 3, ich glaube, irgendwie 14 Unterdivisionen oder sowas hast. Korrekt. Das weiß ich nicht genau, ich glaube, das sind 16 oder so. Ist es schwierig, da, sag ich jetzt mal, den Überblick zu behalten. Aber ich sag jetzt mal, so ein paar kennt man dann doch, ne? Gerade Engine Stuttgart ist, wie du schon richtig erwähnt hattest, von den Playoffs. Man guckt sich dann tatsächlich doch auch als Div 1-Mensch in Anführungszeichen so immer hin und wieder mal so in die Playoffs von Div 1, Div 2 und auch Div 2, Div 3. Ja, von daher, also an sich auch Black Lion, eine Orga, die man mit Sicherheit schon mal irgendwo gehört hat, hat ja auch schon First Div gespielt, Second Div gespielt, also definitiv nichts Unbekanntes. Definitiv. Und das sind ja unsere heutigen Gegner, Black Lion. Diesmal mit einem Unterteam, mit dem Unleashed U21-Team. Sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ich würde sagen, wir gucken uns auch gleich mal das Gästeteam an. Da würde ich gern von dir mal erfahren, was siehst du da raus? Wo sind die Vorteile von diesen Champions, wo sie spielen? Und worauf sollte sich das Streamteam achten und aufpassen, was sie da machen? Also was mir gleich ins Auge fällt, da hatten wir ja vorher schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, das sind diese 462 Pantheon Games. Also ich sage jetzt mal besonders in den etwas niedrigeren Divisionen, also ich sage jetzt mal 3, 4 und sowas, können gerade so One-Tricks und sowas sehr, sehr, sehr effektiv sein, weil du, wenn du eine gewisse Anzahl an Games auf deinem Champion, also auf einem Champion spielst, du einfach die Mechanics und, sage ich jetzt mal, das generelle Gameplay, wie sind meine Limits, wie muss ich meine Limits einschätzen und sowas, das merkst du, also da kriegst du halt ein viel, viel besseres Gefühl dafür. Und was halt eben auch ein Vorteil ist, wenn du dich nicht so darauf konzentrieren musst, wie muss ich mein Champion spielen, ist, du hast halt mehr Kapazität, sage ich jetzt mal, für Makro-Gameplay, für Objective Preparation und so weiter. Also deswegen bin ich der Meinung, dass besonders in Lower Elo, also ich sage jetzt mal alles bis so 100, 200 LP Master, definitiv One-Tricken immer eine relativ gute Option ist, besonders für Solo-Queue. Ja, gut, im Competitive halte ich es ein bisschen für schwieriger, ne, weil man halt das outbannen kann und das, ich vermute auch, dass das passieren wird. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass der Pantheon durchkommt. Ja, das Gleiche zieht sich letztendlich auf
den Midlaner von Black Lion Unleashed. Auch da Twisted Fate, Orianna. Ist definitiv was, was man sich mal als Band anschauen könnte. Definitiv, da stimme ich dir zu. Ja, jetzt sieht es ja so aus. Gar nicht so schlecht aus. Master, Diamond, gut. Ein Low Diamond Player hat man mit dabei, aber das muss ja nicht viel heißen. Gucken wir unser Team mal an und schauen mal, wer für uns dann auftritt heute. Zur großen Überraschung wird Esera heute nicht mitspielen. Aber sie ist immerhin im Chat dabei, deswegen grüße ich sie da mal in ganz persönlicher Gegend. Grüß dich, Lena, Esera, grüß dich da. Und wir hoffen mal, dass es heute der erste Sieg wird. Ja, was sieht man bei uns im Team? Was sind unsere Stärken? Was sind unsere Schwächen? Und was könnte für eine Überraschung sein? Also was man definitiv sieht, ist auch hier wieder die 400 und 250 Games auf dem Toplaner mit GP und Camille. Beides sind definitiv sehr solide Optionen, werden auch immer wieder in ProDiv oder beziehungsweise in FirstDiv, ProDiv und auch anderen Tournaments gespielt. GP ist, sage ich jetzt mal, immer so eine, ja, ich sage jetzt mal, es gab eine Zeit, wo er wirklich überhaupt nicht spielbar war. Allerdings gab es dann, also GP ist eigentlich immer relativ solide, weil du hast immer ein sehr gutes Scaling. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass die Early Levels, also ich sage jetzt mal Level 1 bis 3, auch auf GP nicht unbedingt die schlechtesten sind. Also ich denke, da gibt es definitiv Schlechteres. Besonders die Passive haut halt relativ rein mit dem prozentualen True Damage oder beziehungsweise mit dem Flat True Damage. Und ja, deswegen, also das ist definitiv was. Generell der Champion-Pool vom Top-Laner, sage ich jetzt mal, ist in Anführungszeichen sehr competitive-tauglich. Ne? Ich sage jetzt mal, Shen, Mordekaiser, Nar, Camille, GP sind alles Champions, die man jetzt gut im Competitive spielen kann. Besonders halt, wie gesagt, auch auf dem Niveau. Was mir tatsächlich auffällt, wo ich jetzt im ersten Moment noch nicht so damit gerechnet habe, ist der Support-Spieler, also Jay, ist scheinbar ein sehr großer Rell-Liebhaber, hat hier auch das ein oder andere Rell-Game diese Season schon gespielt. Ja, ich persönlich muss sagen, ich habe mit Rell noch nie wirklich was anfangen können. Ich sehe, wie sie stark sein kann und in welchen Kombinationen sie stark sein kann. Jetzt halt zu entscheiden, ich denke, das wird vermutlich Botlane-Matchup abhängig sein, wie und was und wann und wo. Ja, ansonsten, ich sage jetzt mal, Trundle ist ein Jungler, den man sich vielleicht angucken könnte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wir spielen auf dem Live-Patch. Wir spielen auf dem Live-Patch, also wir waren aktuell erster Patch nach Worlds mit Irelia Nos und etc. Ja, ne, ich sage jetzt mal, wie vorher bereits schon so ein bisschen angesprochen, diese typischen Engage-Champions mit Zac, mit Nocturne im Jungle, mit Nautilus Rell Support, also das ist eben was da, das glaube ich, das hat besonders in diesem, auf dem Niveau, wo wir uns jetzt befinden, relativ gute Chancen, was zu reißen. Ja, gilt abzuwarten. Gut, ich glaube, die Teams sind auch schon langsam ready. Und wir werden dann auch demnächst sagen, dass wir bereit sind. Und dann sage ich mal so, was sind deine Einschätzungen für das heutige Spiel? Also ich persönlich muss sagen, ich bin ein großer Verfechter von den etwas längeren Games tatsächlich. Really? Einfach weil, ja, okay. Auf jeden Fall. Also die Meta hier 600, 700 CS, Sivir, Azir, Six, was auch immer damals noch gespielt wurde. Genau mein Jam. Aber wir lassen uns überraschen, würde ich sagen. Definitiv. Was wir so zu Gesicht bekommen. Jetzt geht's in die Pick- und Bann-Phase in Game 1. Und ich würde dir wieder das Wort überlassen. Ich glaube, du kannst ein bisschen mehr drüber reden, welche Bans man kommt. Wir sehen ja, One-Tricks sind nicht gern gesehen in League und vor allem nicht im Team. Pantheon und Gangplank sind schon mal raus. Und ja, dann würde ich dir mal als Experte mal den Platz hier überlassen. Ja, tatsächlich, dadurch, dass wir auf dem Live-Patch spielen, gibt es auch so Champs wie Akshan und Vex und sowas alles. Richtig gesagt hast, Camille, Gangplank-Bann, Pantheon-Bann waren definitiv vorauszusehen. Der Vex-Bann kann ich verstehen. Ne? Ich habe
paar Mal gegen diesen Schild und ich möchte es nicht nochmal tun. Das mal zum Wegspannen. Was ich wünschen würde, ist vielleicht noch so ein bisschen was, richtig in Richtung AD Carry, genau. So Lucian ist gerade sehr strong, besonders mit, sag ich jetzt mal, also das Gute an Lucian ist, du kannst ihn sowohl mit was Engage-mäßigem spielen, ne, also bekannte Kombi Lucian Braum ist eigentlich immer solide, Lucian Nami ist eine solide Option. Lucian tatsächlich auch mit Peeling-Supporter spielen, ne? Also Stichwort Nami, gut, Soraka hat man jetzt nicht mehr so oft gesehen. Ja, Nami, genau. Absolut insane. Da spielt man sie, gerade in meinem Elo-Bereich hat man sie jetzt eine Zeit lang mit Electrocute gespielt, weil das ja mit der Bubble oder mit den Bubbles relativ schnell geblockt wird und mit Lucian sowieso. Und das macht einen seinen Damage. Ob das dann zielführend ist, dass dann der Support das machen sollte, was er machen sollte, ist dann eine andere Sache. Ja, auch hier der Thresh First Pick ist definitiv eine gute Option. Man könnte jetzt hier für einen Aphelios gehen. Thresh Aphelios ist immer relativ solide. An sich auch Thresh Jinx wäre eine Option, wobei das meiner Meinung nach nicht mehr ganz so stark ist, wie es früher mal war. Aber dennoch eine gute Option. Ja, ne, und wir wissen, dass Nebel relativ viel Thresh spielt. Ne, das ist unter anderem mit Nautilus einer seiner Most Played Champions. Also er geht hier eher in die Richtung Hook bzw. Engage Champions. Der TF wird vermutlich eingeloggt, genau. Auch das war mehr oder weniger von, oder hätte sehen oder hätte gesehen werden können. Hier TF ist Most Played Champion von dem lieben Midlaner von Black Lion Unleashed. Und auch hier, ich bin der Meinung, dass TF im Competitive Play, wo du gut mit deinen Lanern kommunizieren kannst, sehr, sehr, sehr stark sein kann, wenn er richtig ausgespielt wird. Genau. Ansonsten, dass man hier für Ezreal geht, wundert mich, wenn ich ehrlich bin. Ezreal Thresh ist jetzt nicht eine Lane, wo ich sagen würde, die ist super stark. Sie kann funktionieren, besonders in bestimmten Matchups, aber mit Thresh willst du normalerweise irgendwas spielen, wo du richtig Damage machen kannst, wo du vor allem auch immobil, wo du immobil bist, ne? Weil das ist ja so letztendlich eines der Key Features von Thresh mit seiner Lantern. Deswegen wundert mich das, aber kann sein, dass der AD Carry von Black Lion Unleashed einfach sehr gerne Ezreal spielt. Ansonsten zu den anderen Bans, Shen, LeBlanc, nichts Besonderes, ist auch wieder auf den Champion Pool der jeweiligen Spieler angepasst. Gwen ist, sie ist immun, also das ist, denke ich, immer ein guter Bann. Und ja, jetzt, ich bin besonders auf die Midlane Matchups gespannt. Was hier in den TF reingespielt wird. Ja, und vor allem, ob man sich für Clans entscheidet oder nicht. Besonders wenn jetzt noch irgendein Jungler mit CC kommt, könnte ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass Clans keinen hohen Value dieses Game hat. Aber wir warten ab. Jarvan, super solide. Na, lässt sich eigentlich nicht wirklich viel dagegen sagen. Wird auch bei uns in der First Div sehr, sehr, sehr oft gespielt. Ist ein solider Pick, kann man eigentlich nichts wirklich falsch machen. Tatsächlich auch der Amumu-Support für die Leute, die sich jetzt vielleicht gewundert haben, aber es gibt ja, Amumu ist doch eigentlich Jungle. Amumu wird aktuell nicht mehr Jungle gespielt, sondern es wird aktuell Amumu-Support gespielt, was sehr balanced ist teilweise. Ja, genau. Ja. Ja, aber Amumu-Support kam ja erst wirklich tatsächlich wieder so richtig ins Rennen, seitdem man seine Q ein bisschen verändert hat, indem man gesagt hat, ja, yo, du darfst halt nicht einmal, sondern du kannst, wenn du dir Zeit lässt, sogar zweimal deine Bandagen werfen. Und das finde ich ist eine unheimliche gute Änderung gewesen. Es ist interessant, er kommt mal wieder zurück in die Kluft und er ist ziemlich strong. Ja, das definitiv. Er hat viel CC-Punkt. Mehr braucht man aktuell nicht, weil Damage hat man mittlerweile überall auf der Lane. Allgemein League aus meiner Sicht momentan sehr damage-lastig unterwegs. Wenig Tanks, mehr Böllern. Und muss mal sozusagen, jetzt sieht man ja, Nebel pickt hier noch die Qiyana als Last-Pick. Und jetzt schauen wir mal, es kommt der Kasadin in der Midlane. Das wird eine interessante Lane.
auf jeden Fall. Qiyana gegen Rubus Qiyana Jungle. Top Lane Picker, okay. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Qiyana Jungle ist. Alles andere würde in meinen Augen keinen Sinn machen. Ja, also es muss eigentlich Qiyana Jungle sein. Was ich jetzt persönlich sagen muss, ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die Camille und auch der Jarvan das ein oder andere defensive Arbor-Item stacken, dass es in Teamfights eventuell etwas schwierig werden könnte, mit dem ein Target runter zu bursten. Besonders dadurch, dass man halt mit TF zwar einen mehr oder weniger soliden Burst-Schaden auf ein Target hat, allerdings das halt auf der Goldcard basiert. So, das heißt, wenn man nicht in der Lage ist, das Ganze zu Goldcarden, dann ja, dann fehlt für mich einfach so ein bisschen der AP-Damage bei Black Lion Unleashed. Während man bei TOG, ja, na, ich denke, Kassadin ist vermutlich jedem ein Wort. Leider. Leider. X-Packe, wer ganz, ganz früher noch zugeschaut hat. Ja, nee, an sich. Also auch hier, man merkt, dass bei beiden Teams einfach der Fokus so ein bisschen mehr auf AD-Damage liegt. Wir haben jetzt in keinem der beiden Teams so einen richtigen Super-Tank, sage ich jetzt mal. Deswegen bezweifle ich, dass es wirklich einen sehr großen Unterschied macht, ob man jetzt, sage ich mal, ein oder zwei AP-Carries im Team hat. Aber ich denke, das könnte auf jeden Fall interessant werden. Das auf jeden Fall. Und liebe Leute, wenn ich an einmal stream, dann wisst ihr immer Bescheid. Es wird immer gegambelt bei mir. Ihr dürft Vorhersagen treffen mit euren Kanalpunkten. Und ja, wir starten jetzt gleich. Ihr könnt entscheiden, wer soll Game 1 gewinnen. Da einfach Kanalpunkte reinsetzen, wenn ihr wollt. Ich wünsche euch da viel Spaß. Wisst ja, dass wir das immer wieder machen. Und ja, meine Einschätzung ist auch so. Ich bin gespannt, wie der Kassadin ins Game kommt. Ich meine, sobald der Level 16 ist, dürfte der gegen Ezreal trotzdem seinen Spaß haben. Oder gegen die meisten Champions tatsächlich. Ich bin gespannt, wie die Botlane Varus Amumu funktioniert. Gegen Ezreal Thresh könnte es interessant werden. Qiyana Jungle habe ich jetzt leider nicht so oft gesehen. Zwar ab und zu mal in The Worlds sehe ich ab und zu, dass jetzt mehr die Assassins, also gerade ein Talon Jungle gern gespielt wird, ein Zed ab und zu auch. Und dann halt noch die Qiyana. Finde ich ein bisschen krass, aber klar, die haben halt einfach einen ziemlich krassen Movement und auch schön Damage, muss man sagen. Und der Clear Speed sollte eigentlich auch einigermaßen in Ordnung sein. Ja, ich bin gespannt, wie das erste Spiel für die Jungs und Damen da jetzt im ersten Spiel abgeht. Ja, wenn ihr Fragen habt an unseren Analysten, gerne in den Chat rein. Wir versuchen die natürlich zu beantworten. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir gleich gespannt aufs erste Spiel. Und das dürfte ja demnächst dann losgehen. Deine Einschätzung? Wird es ein langes Spiel oder sagst du eher, okay, es könnten 20, 25 Minuten gehen werden? Ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, das besonders in den etwas niedrigeren Elo-Bereichen vorherzusagen. Schlichtweg einfach aus dem Grund, weil, also in der Theorie hast du bei TOG ein super gutes Scaling. Ne, du hast mit Camille Kassadin vermutlich einen der besten Sidelaner und einen der besten oder der Champions, die am besten scaled. Wobei man dazu sagen muss, ne, Fiora existiert tatsächlich auch in dem Game und ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, wer der beiden Champions denn jetzt besser ist. Zumindest was das Scaling betrifft. Aber also ich denke, dass beide Seiten einen guten Punkt haben. Ne? Auch das Scaling von Ezreal darf definitiv nicht unterschätzt werden, während das Scaling von Varus jetzt nicht so das Beste ist. Ja, aber ich persönlich vermute, dass besonders die Qiyana und der Jarvan, also die beiden Jungler, im Early Game eher mehr um die Lanes rumspielen wollen. Ich vermute, dass TOG eher um Botside rumspielen möchte, einfach weil der CC durch Amumu, der, sag ich jetzt mal, Early- bis Mid-Game-Damage durch Varus, ja, der ist einfach deutlich besser wie bei Ezreal Thresh. Na, zumal du bei Ezreal Thresh mehr oder weniger auf den Thresh-Hook setzt als CC.
während du bei TOG, du hast eine Jarvan EQ, du hast ab Level 6 eine Varus Ult, du hast eine Amumu Ult, du hast das Amumu Binding. Also, ja. Deswegen, also ich finde es schwierig. Ich persönlich würde das Scaling allerdings dennoch zu TOG geben. Einfach aus dem schlichten Fakt, dass Kassadin Camille im Spiel ist. Und ja, ich sage immer ganz gern, Camille hat so und ein anderes Damage-Item noch mit dazu hat. Immer eine 6 Sekunden Cooldown Cho'Gath Ultimate. Ja, gilt abzuwarten. Ich hoffe auf ein langes Game. Ich muss sagen, wie wurde ja vorher bereits schon angesprochen hatte. Ich bin ein sehr großer Fan von den längeren Games. Einfach weil dann eben, je länger das Game geht, in meinen Augen, desto wichtiger wird eben das Makro. Ne? Weil ich sag jetzt mal, wenn du auf Level 5 stirbst, dann ist es halt so. Während wenn du halt Minute 45 oder 50 oder auch meinetwegen schon 35 stirbst und du einen Death Timer von 40, 50 Sekunden hast, dann kann das schon gern mal spielentscheidend sein. Definitiv. Ja, wir haben Pause, warum auch immer. Es steht gerade noch nicht fest, wo und wieso, weshalb, warum. Aber die Pause nehmen wir mit. Ist halt, wie es ist. Ja, ansonsten bleibt abzuwarten, was jetzt passiert. Denkst, wird es ein Invade geben? Topside oder Botside? Gibt ja mittlerweile beides, was man gern spielt. Würde mich wundern, tatsächlich. Also, es kann sein, dass eines der beiden Teams für irgendeinen Cheese geht. Das ist, sag ich jetzt mal, immer möglich, sich dadurch irgendwie einen Vorteil zu ergattern. Ich würde nicht riskieren, weil du auf Level 1, ich sag jetzt mal, bis auf den auf die Amumu Q, auf der Seite von TOG nicht wirklich großartig viel CC mitbringst. Und auf der Seite von Black Lion Unleashed. Gut, da hättest du theoretisch einen Thresh-Hook, aber ein Thresh möchte eigentlich eher mit seiner Play starten, als mit seinem Hook. Und ja, auch der Qiyana's dann, weiß ich nicht, ob das so das beste Level 1 ist. Also ich persönlich würde sagen, hier einfach an die Jungle-Eingänge und covert und spielt dann ein cleanes Early-Game runter, ohne irgendwelche Level 1 Shenanigans. Aber ich denke, wir wissen beide, wie sehr sich die Spieler darauf freuen auf das Game. Und ich könnte mir auch tatsächlich schon gut vorstellen, dass sie sagen, okay, komm, wir probieren es einfach. Ja. Vielleicht funktioniert es ja. Auf jeden Fall. Also die Freude ist auf jeden Fall da. Es gibt wahrscheinlich irgendwo technische Probleme, denn 4 Minuten in der Pause hatten wir schon länger nicht mehr, tatsächlich. Krieg gerade auch keine weiteren Infos. Sind wir mal gespannt, wann es weitergeht. Ich hoffe für einen Cheese, das ist meistens als Caster immer schön unterhaltsam, wenn es dann wirklich für einen Cheese geht. Und es geht los. Gott sei Dank. Jetzt schauen wir mal, was für Items kommen. Keine großen Überraschungen. Beide gehen Red Smite. Absolut fein, denke ich mal, in der Situation. Man hat genug CC an der Sache, aber jetzt habe ich einen Lag. Ja, same. Also entweder ist es mal wieder der klassische Spectator. Könnte natürlich sein. Wäre giga schlecht für uns, wenn das so wäre. Aber es geht weiter. Wir müssen uns absolut keine Sorgen machen. Es geht hier weiter. Und das ist doch gut so. Und wir sehen, 5 Mann rennen Mitte. Bei Black Lions. Die wollen hier doch irgendwas machen. Und TOG hat sich das aber irgendwie gemerkt. Und ist auch ziemlich zu gemeinsam in der Mitte, also unten am Jungle. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Es könnte was passieren. Muss nicht. Gehen sie für einen Ultralight? Die gehen für einen Ultralight. Und jetzt kommt der Hook, der geht daneben und damit müsste man eigentlich wieder abbrechen, weil das war eigentlich die einzige Chance, die man hatte, mit dem Trash-Hook jemanden zu catchen. Somit bleibt es fern und man bemüht sich jetzt, glaubt drum, einfach den Jungle zu starten. Beide Jungle starten Botside. Jungle also hoch auf die Topside. Ja. Auf was müsste jetzt TOG achten oder was muss jetzt TOG machen im Early Game, um sich Vorteile zu erkämpfen? Genauso wie Black Lions. Was wären für die Vorteile dafür? Also was ich definitiv machen würde von Seiten von TOG ist, ich würde gucken, dass wir
eher Richtung Botzeit spielen. Na, das bedeutet, dass wir hin und wieder dem Kassadin mal aushelfen, je nachdem, wie seine Lane steht. Einfach, dass der TF nicht freezen kann oder sowas und der Kassadin vor Level 6 besonders gankanfällig ist. Aber wie ich vorher in der Pick und Bann und im Loading Screen schon erwähnt hatte, ich persönlich denke, dass das Early Game und tatsächlich auch so ein bisschen das Midgame, je nachdem, wie der Varus entscheiden wird zu bauen, die Botlane von TUG im Vorteil ist. Da muss man mal gucken. Man hat mit Thresh eine relativ gute Mechanik, den Amumu zu canceln. Ne, wenn der Amumu runcued und man selber sein Flay benutzt, dann ist das immer relativ gut. Aber wir sehen jetzt auch schon, dass sich TUG dafür entschieden hat, den Push zu nehmen, für Level 2 zu pushen und dann mehr oder weniger einen kleinen Engage zu wagen. Muss man hier oben aber als na? Wie heißt sie? Kamel. Kamel, danke. Ab und zu fehlen mir die Worte. Ein bisschen aufpassen. Fiora ist natürlich im Early ultra unangenehm für eine Kamel. Da sie schon recht mobil ist, was Level 1, Level 2 sich sehr viel bewegen kann und dir immer wieder Nadelstiche setzen kann, gerade mit ihrer Passive. Ultra unangenehm. Vor allem, wenn sie dann wieder so nach vorne kommt. Jetzt muss man aufpassen, sie macht es sehr gut, wird pariert, da kommt der Tower Dive, aber das reicht, das ist First Blood auf Qiyana, aber die stirbt noch, aber die hat ja kein Auto-Attack bekommen, das heißt, das ist nur exekutiert, das Gold kriegt Kamil leider nicht und das ist super ärgerlich, super gut für Black Lions, super ärgerlich für TOG, dass das First Blood so an Qiyana geht, aber sehr gut gespielt auf jeden Fall. Ja, wenn die Qiyana jetzt schlau wäre, dann würde sie sich Richtung Botside orientieren, einfach weil sie davon ausgehen kann, dass der Jarvan gerade sich auf der Topside befindet und dort auch die Scuttle nehmen wird, wie wir gerade sehen. So hat jetzt der Jungler von... Aber da will man jetzt das Kamel nochmal durchsetzen, hat das Ignite drauf und somit holt man sich den Kill auf Reno mit seiner Fiora und hat damit sich wieder einen Kill geholt. 300 Gold müssten das sein und das sagt man Dankeschön. Aus Sicht von Kamel. Damit hat man sich diesen Early Dead fast schon wieder zurückerarbeitet. Das ist sehr gut und sehr wichtig vor allem. Ja, meiner Meinung nach liegt hier sogar tatsächlich der Vorteil bei TOG, schlichtweg aus dem Grund, klar, man hatte bei Seiten von Black Lion zwar das First Blood, allerdings ist es halt eben auf Qiyana. Ich meine, Qiyana scaled nicht so gut, sag ich jetzt mal. Klar, Early Midgame ist es ein super starker Assassin. Aber ich persönlich würde mein Geld lieber auf eine Kamel setzen als auf eine Qiyana. Und letztendlich ist das, was du auf Seite von Black Lion machen willst. Du möchtest gucken, dass du deine Fiora so weit ahead kriegst. Oder zumindest so weit gehst, dass sie even geht mit der Kamel. Denn auch das Scaling von der Fiora ist definitiv alles andere als schlecht. So ist es. Absolut. Also wenn einer noch scalen kann oder mitscalen kann, dann Fiora. Ich meine, Kamel ist ein absolut stronger Champion. Die letzten Patches schon. Allgemein ist die ein super starker Champion. Und jetzt haben wir schon wieder eine Pause. Jungle Disconnect. Okay. So ist es halt. Ja. Scaling. Das sieht vor allem, finde ich, auf der Botlane für mich eine große Frage. Wer scaled da besser? Ezreal oder ein Varus? Definitiv Ezreal. Du hast mit Varus spikest du besonders auf zwei Items, ne, wenn du deine Träne fertig gesackt hast und an ein zweites Item gehst. Aber du hast mit Ezreal mit zwei, drei oder vier Items, wenn dann die Qs richtig anfangen weh zu tun, da wird ein Varus nicht mehr wirklich mithalten können. Eigentlich egal, ob er für Lethality geht oder nicht oder ob er On-Hit geht. Also du hast mit Varus hast du eigentlich du wirst im Late Game natürlich, wenn du nicht 3000 Gold ahead bist, eigentlich eher weniger gegen den Ezreal machen, aber es gilt abzuwarten tatsächlich und zu gucken, wie die Teamfights dann später auch ausgespielt werden. Ja, genau. Aber meiner Meinung nach hat da im Late Game Ezreal definitiv die Oberhand, was das Matchup zu Varus betrifft. So.
Dass hier TOG einen Early Drake bekommt, wundert mich ehrlich gesagt. Ich vermute allerdings, dass das immer noch so ein bisschen die Folgen von dem ersten Backport von der Qiyana ist, dass sie sich da eher Richtung Topside orientiert hat. Dann ihre Botside geklärt hat und dann wieder Topside gehen musste, weil ihre respawnen und deswegen einfach nicht rechtzeitig zum Jungeln da war. Ja. Was sagen wir dazu? Ne? Camille ist zwar strong, aber da wurde halt einfach Fiora gepickt. Und ja, also ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass es, besonders als ehemaliger Toplaner, dass es sehr, sehr, sehr nervig ist, gegen Fiora zu spielen. Bin ich ganz deiner Meinung. Sehr bitter. Da hat man, glaubt, das Level 6 nicht respected von Seiten von der Camille. Aber, mei, passiert. Hoffentlich lernt man daraus und respektiert es jetzt. Und vom Farm her sieht man, die Fiora dominiert die Lane absolut. Also fast 20, 22 Farm ahead. Das ist gar nicht so ohne. Botzeit ist ziemlich even und Midlane auch. Jungle auch. Also da ist vom Tempo her sind sie beide ziemlich gleich, was ich ziemlich interessant finde. Und ja, bin mal gespannt, was da jetzt weitergeht. Von dem Vision her sieht man eigentlich, ist alles noch relativ entspannt. Man sollte jetzt so langsam mal um Herald vielleicht sich Gedanken machen, dass man den sich holen möchte. Der müsste jetzt demnächst kommen, so eine halbe Minute. Und das wäre dann so das nächste Objective, wo man drüber spielen könnte. Und da ist jetzt die Frage, wie man das machen möchte. Man sieht jetzt, Twisted Fate kommt jetzt auf Topside hoch, möchte hier den Gank starten. Und da ist jetzt die Frage, wird Camille auf diesen Bait reinfallen? Wollen sie da wirklich drauf fighten? Ja, sie wollen drauf fighten. Sie kommen rein, flashen hin. Das war ein guter Stun. Aber das reicht, da kommt das Stun durch und sie kommt und überlebt es. Gerade noch so, knapp. Musste da mit ihrer Ulti arbeiten, hat es sehr gut geschafft. Das war nicht gut. Das muss man wissen, dass der da noch kommt mit seiner Ultimate. Aber man konnte ja eh nicht mehr wirklich viel machen. Sehr gut gemacht vom Twisted Fate. Musste dafür einen Flash aufgeben, konnte allerdings aber den Kill noch holen. Ja, was jetzt hier auf der Seite von Black Lions auch sehr gut gespielt wurde tatsächlich, dass hier Midlane ausgepusht wurde und dann der TF zum Roam ansetzen kann, sogar ohne Ultimate. Normalerweise ist das ja so, das, was du mit TF machen möchtest, dass du die Lane rauspust und dann eben für Roams mittels seiner Ultimate gehst. Ich muss sagen, mich wundert es tatsächlich, dass so viel um Topside rumgespielt wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass man eher seinen Fokus auf Botside legen sollte, besonders wie bereits schon mehrfach angesprochen von TOG. So blöd es sich anhört, Toplane ist jetzt mehr oder weniger du. So ist es. Ja, deswegen würde ich da tatsächlich nicht mehr allzu viele Ressourcen rein investieren und würde gucken, dass ich als Jarvan meine Jungle-Routen eher so wähle, dass ich gegebenenfalls synchron mit der Botlane irgendwas starten kann. Und wenn es irgendwie für einen Midlane-Roam ist oder für Deep Vision, was tatsächlich auch unterschätzt wird, bekommt man sehr viel Value draus, ne, wenn man weiß, wo der Jungler vom Gegnerteam sich befindet. Aber mal schauen, wie sich das Ganze noch so entwickelt. Ja, das Ganze ist noch ziemlich entspannt. Ich sag mal so, Black Lion hat hier einen leichten Lead jetzt. Dürfte allerdings das meiste auf der Toplane sein. Ich meine, farmtechnisch ist man da am größten ahead. Hat zwar nur einen Kill, wobei man sagen muss, man hat First Blood. Man hat einiges bekommen jetzt. Aber tatsächlich ist der große Unterschied auf der Toplane, würde ich sagen. Ob das dann genau die 2000 Gold sind, das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Aber es sieht ziemlich gut aus, dass die Topside von Black Lion da die Lane dominiert und gewinnt. Sagen wir es mal so, wie es ist. Dafür aber Tabler jetzt in Ruhe am Freezen und Farmen und Azreel kann jetzt nicht wirklich viel machen, solange der Thresh meint, er muss wieder roamen. Was er jetzt gerade nicht mehr versucht, aber er war jetzt lang unterwegs und somit konnte sich jetzt der Varus in aller Ruhe hochfarmen, hat jetzt 20 Farm Lead und das ist insane gut. Das ist super wichtig. Die Fiora. Wie du schon gesagt hast, absolut kein Spaßgegner, gegen den man absolut nicht fighten will. Und jetzt kommt ein 3-Mann-Fight-Dive und das dürfte reichen.
Hey, da hast du keinen Spaß. Da hast du keinen Spaß als Kamel. Wenn da dann drei Mann kommen, die dich einfach nur fighten wollen. Und du weißt, du hast eigentlich deine Lane so gut wie verloren. Es geht dann wahrscheinlich um den First Turret. Der sollte dann auch für Black Lion fallen. Jetzt ist die Frage, funnelt man das Gold eher auf die Qiyana oder als... Ja, man funnelt es auf beide. Super wichtig für beide 410 Gold. Das ist insane viel. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig gewesen auf jeden Fall für die Seite, wenn man jetzt Fiora weiter nach vorne bringen möchte. Das ist nämlich auch das Thema, wo ich meine Befürchtung habe. Fiora, wenn man die nach vorne bringt und sie sehr ahead kommt, dann kann sie hier auch ein 1v9 spielen, wenn sie will. Jetzt kommt hier aber der Dreimann-Counter-Dive von Seiten von TOG. Die haben hier auch den ersten Erfolg, müssen hier aber aufpassen. Da kommt jetzt sogar der Counter-TP von... Oder das war sogar die Ulti von TF und der TP vom Ezreal. Jetzt will man hier weiterfighten. Fiora ist natürlich ziemlich dick. Holt sich hier das Shutdown. Das ist... Oder was? Nein, das war nicht mal ein Shutdown, aber es reicht trotzdem. Der Kill auf Kassadin. Der ist jetzt natürlich erstmal Level 9, aber der macht schon guten Schaden. Das sieht schon nett aus. Für die Gegner nicht so, aber für uns ist es schön. Sehr schöner Fight von TOG, wo sich das sehr, sehr gut zurückkommen. Jetzt aber musste JV aufpassen. Da darfst du nicht stehen. Viel zu offensiv. Eieiei. Ja, definitiv. Absolutes Desaster hier für Black Lion. Dass sie hier mit einem Goldlead von fast über 2000, also es waren so ungefähr so 1,8, 1,9, wo ich geguckt hatte, auf der Topside waren. Dass sie da jetzt so drauf committen, na, das wundert mich eigentlich. Denn letztendlich ist genau das, was ich angesprochen hatte. Wenn du mit Jarvan, mit Amumu, mit Varus dives, da bringt es dir auch als Ezreal nichts, wenn du dein Arcane Shift benutzt. Deswegen, ich wünsche mir, sowas hätten wir schon früher gesehen. Dass jetzt hier natürlich alle fünf dann unten waren, ist natürlich schwierig vorherzusagen. Aber ja, definitiv sehr gut gespielt von TOG, auch wenn dann dieser Greed von Jarvan, ja, wo man sich vielleicht ein bisschen drüber streiten könnte, ob das jetzt wirklich nötig war oder nicht. Aber ich denke, generell ist das letztendlich genau das, was du haben willst. Du möchtest ein paar Kills und auch den Farm Lead, der mittlerweile auf der Adicary-Position ja auch nicht mehr ganz von schlechten Eltern ist. Möchtest du einfach gucken, dass du dem dein Varus gibst. Einfach, dass er so schnell wie es geht auf diesen 2,5 Item-Powers beikommt, um eben den maximalen Wert eben aus seinem Champion rauszuholen. Genau. Dann habe ich noch eine Frage an deine Expertise. Ezreal, was für ein Bild soll er gehen? Soll er Triforce gehen oder Trinity Force oder soll er doch eher das andere tolle Item nehmen, nämlich, wie heißt, Divine Sandra? Was sind so deine der Überlegungen dazu? Nebenbei noch ein schöner Kill schöner Dive, den wir jetzt gerade komplett ignoriert haben, aber sehr schön gespielt wieder. Tabler, das ist einfach eine ekelhafte Kombo, wenn du einen Amumu, JV und einen Varus ins Gesicht bekommst. Da bist du ja CC bis zum Ultimo. Aber jetzt muss man aufpassen. Mindwing muss da wegkommen. Die Ulti ist schon gezündet. Jetzt kommt der TP noch und jetzt wird es ziemlich interessant. Man will hier durch, kriegt hier noch die Ulti vom Varus raus. Ist, glaube ich, ganz fein. Nimmt man mit. Und das wäre ein 3 gegen 3 gewesen, das man nicht spielen wollte. Und nicht spielen würde. Weil das schon ziemlich eklig ist. Und man versucht jetzt, das Black Lion irgendwie Catches zu forcen. Wenn ich das jetzt so richtig sehe. Finde ich ein bisschen interessant. Definitiv. Um nochmal auf deine Frage von gerade zurückzukommen. Ich persönlich halte Divine Sunderer, besonders hier in dem Game, wo man keinen so einen wirklichen Tank gegen sich hat, nicht für allzu clever. Das heißt, ich würde hier definitiv eher für Trinity gehen. Ne? Also sprich Trinity into Mana Blue. Und mich persönlich würde es auch nicht wundern, wenn wir hier noch einfach eben Camille, Varus, Jarvan. Da ist sehr viel AD-Damage dabei im Gegnerteam. Und man bekommt halt durch das Frozen Heart sehr viel Value raus. Ne? Dadurch bekommt. Definitiv, du hast gerade ein paar Blocks gehabt, das heißt, man hat nicht alles mitbekommen, aber ich vermute mal, dass du gesagt hast,
dass aufgrund dessen, dass man halt viel AD hat, dass Frozen Heart sich Sinn, also dass es sinnvoll ist. Richtig? Genau. Sehr gut. Passiert manchmal, jetzt hat er gerade wirklich getippied für Botlane Wave? Okay. Nimmt man mit. TF hat sein TP los, wenn ich das richtig sehe. Ah ne, das war sogar seine Ulti. Kann man machen, muss man aber nicht. Man gibt jetzt hier sogar auch den dritten Drake ab. Gut, man ist jetzt auch nicht momentan aktuell in der Lage, diese CC irgendwie zu kompensieren. Man nimmt sich aber dafür den Herald, den zweiten. Jetzt ist die Frage, was bringt dir mehr Value? Bringt dir der dritte Drake mehr Value oder ist tatsächlich der zweite Herald besser? Definitiv der dritte Drake. Also ich denke, da besteht gar kein Zweifel. Es ist nämlich jetzt so, dadurch, dass jetzt TUG eben drei Drakes hat, sie haben halt einfach die Pressure. Ne? Und das ist, diese Pressure darf man wirklich nicht unterschätzen. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist eine Fiora, die im Busch hat. Aber der Schaden hält sich aktuell in Grenzen. Sie hat auch nur ein Ding von ihrer Ulti, also einen Proc von ihrer Ulti durchgekriegt. Und das ist natürlich ziemlich bitter. Der Trade war ziemlich even. Schade. Also, es ist gut für TOG. Ich meine, Divine Sandra macht da schon seinen Job. Der ist ordentlich. Aber jetzt muss man hier aufpassen. Schöne Ulti. Da muss man aufpassen. Oh, da flasht man hinterher. Da kommt jetzt der Momo, der Ulti noch durch. Das dürfte noch reichen. Jetzt kommt noch Jay Vorder durch. Da ist der Shutdown auf der Qiyana. Das ist super ekelhaft. Man kriegt den Double Kill. Da rettet der sich. Da zwirbelt der sich raus. Dieser Kassadin richtig ekelhaft. Aber es funktioniert. Und man kriegt zwei Kills. Unglaublich. Ja, ne. Das ist der Vorteil von Kassadin Level. Ist nicht ganz so stark wie Kassadin Level 16, aber ist auch schon ziemlich unangenehm. Besonders, wenn er hier, wie in dem Beispiel, eben über 1000 Gold vor Twisted Fate ist. Ja, und eigentlich ist das, was du nicht sehen wolltest, ne? Also eigentlich wolltest du ja eher den Kassadin im Early Game punishen, dass er eben nicht so ein Free-Scaling hat. Und dadurch, dass man das jetzt nicht geschafft hat, glaube ich, dass es schwieriger wird, hier für Black Lion Unleashed eben im Late Game auch was gegen diesen Kassadin zu tun, weil sie haben nicht wirklich viel Hard-CC, bis auf eine Stun-Card und vielleicht den Thresh, aber wenn man die Stun-Card auf dem Kassadin benutzt, dann gibt es immer noch Jarvan, Varus und Camille. Also ja, ich finde, das könnte sich vielleicht jetzt auch schon ein bisschen so der Nachteil im Draft klar machen. Jawohl, und jetzt sieht man, da will man direkt weg. Twisted Fate macht genau das einzige Richtige, was man gegen den Level 12 Kassadin allein machen muss. Run und zerfast. Oh, jetzt wird sie schon wieder die Ulti von Fiora. Und die schafft es schon wieder nur einen Brock rauszuholen. Diesmal aber ohne Damage zu kassieren. Das war dann schon ein guter Trade. Aber man wollte als Camille eh weggehen. Und jetzt die Frage, was muss jetzt TOG weitermachen, damit das Spiel jetzt für sich, dass sie sich für sich entscheiden können? Also ich würde da war es zu greedy, Ravi, mit seinem Kassadin, aber er kann noch einmal jumpen, der jumpt jetzt noch einmal durch, aber die Qiyana sollte den kriegen, der Damage viel zu stark, 600 Gold auf Qiyana ist jetzt auch nicht fein, die Qiyana dürfte jetzt dann ihr Item fertig kriegen, das dürfte dann Eclipse sein, wenn ich das richtig sehe, und jetzt Fiora wird hier runtergerannt, oh, der erste Stun verfehlt, aber damit hat man nur den parierten Schlag raushauen können und das reicht. Vier Mann gegen Fiora, da machst du keine kalte, also 1000 kalte Winde nix. Also in dem Zustand nicht, zumindest. Wäre sie 6-0 ahead, wäre es was anderes. Da hätte ich Sorgen gehabt. Definitiv. Aber man verliert halt Midlane Turret, das ist natürlich nicht gut. Midlane Turret sowieso allgemein unheimlich wichtig. Man verliert sogar den Tier 2 Turret, wenn es böse läuft. Es wird so laufen. Super ärgerlich, super ärgerlich. Super ärgerlich. Man kriegt jetzt sogar noch hier die Qiyana mit. Ah ne, ist Ezreal. Qiyana gar nicht mehr dabei. Und ja, Ravi will sich hier jetzt auch wieder die Kills holen. Ich meine, es fehlen ihm noch 4 Level, bis er Level 16 hat. Danach ist für ihn ein Kinderspiel, die Carries zu töten, sage ich mal so, in dem Sinne, oder fast zu one-shotten, weil dann ist der Damage einfach unglaublich hoch bei ihm und das wird man richtig spüren. Ja, richtig. Auch hier bei, macht man gerade einen Baron. Absolut richtiger Call. Ist, wie du schon richtig sagst, ein sehr guter Call. Es ist einfach, du darfst dich auf der Seite von Black Lion
Du hättest dich mit dem T1 bitte zufrieden geben sollen, eventuell Tops rotieren, gucken, dass man da die Camps nochmal mit clear, dass man vielleicht Vision aufbaut, um eben dann im späteren Verlauf den Nash gegebenenfalls contesten zu können. Allerdings hat man hier jetzt eben gegreedet, und es war halt auch sehr stark von dem Jarvan gespielt, dass er hier beide, sowohl Ezreal als auch Thresh mit seiner Ultimate erwischt. Da ist es einfach schwierig, da noch großartig viel Counterplay zu haben. Oh ja, da versucht Qiyana den One-Shot zu machen und man sieht hier Glenz absolut Gold wert. Man spielt hier mit Glenz und man hat gesehen, warum. Man hat es gerade gesehen, warum. Das ist so wichtig für einen Varus, der dann trotzdem noch helfen kann, der nicht einfach direkt aus dem Leben genommen wird. Und somit ist die Qiyana weg, man hat keinen Smite und man hat sich für TOG direkt die Soul geholt. Was ich absolut insane finde. Jetzt habe ich mal mein Deutsch-Vokabular mal endlich wieder auf 3 gekriegt. Oh Gott. Man hat jetzt die Ocean Soul. Minute 21. Ich glaube, gefühlt die schnellste Soul, die ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Krass. Respekt. Ja, also da stimme ich dir voll und ganz zu. Hier ist sehr vieles nicht so gelaufen, wie sich das Black Lion vielleicht vorgestellt hätte. Besonders jetzt, du hast 4 Kills auf dem Varus, du hast 4 Kills auf dem Kassadin. Du hast mit Varus, sag ich jetzt mal, besonders zum jetzigen Zeitpunkt mit seinen 2,5-3 Items, ist er eben sehr, sehr stark. Ne? Auch dein Kassadin, eigentlich hättest du erwarten, oder ist zu erwarten, dass der Kassadin erst so in 5, 6, 7, 8 Minuten erst wirklich richtig stark wird, wenn er Level 16 ist. Aber ja, da mit 4 Kills, 200 CS, schwierig. Jetzt muss man aufpassen, da kommt jetzt der Engage rein. Aber das dürfte sogar reichen. Oh, der Damage, der Heal von Reno ist insane. Das ist halt eine Fiora, die macht halt mal kurz einen Double Kill mit Hilfe von Twisted Fate. Was war denn das? Da hat man sich etwas übersetzt aus Seiten von TOG und gibt ihr 2 Kills und mitunter dann noch den Jarvan Shutdown. Das ist natürlich super ekelhaft. Ja, stimme ich dir zu. Aber es ist halt auch sehr stark, ne? Ich meine, man hat halt eben, wenn man auf der Camel einmal engaged ist, dann wird es halt schwierig mit dem Raum, besonders wenn man Knight spielt, was ja dann doch mittlerweile des Häufigeren passiert. Oder früher haben wir es zum Beispiel auch viel auf Akali gesehen, dass wir auf Akali Toplane TP Ignite gespielt haben. Ja, letztendlich kann es TOG eigentlich mehr oder weniger egal sein, denn sie haben Toplane T1 bekommen. Dadurch wird es jetzt eben noch schwieriger, dann für den nächsten Nash, der dann in 2,5 Minuten kommt. Ja, da wird es dann eben noch schwieriger, die Vision zu halten und dann halt eben im Ernstfall auch die Vision fighten zu können. Denn was oft unterschätzt wird, ist, dass besonders auf so einem Niveau, da kann Vision echt entscheidend sein. Ne? Also es unterschätzen vielleicht viele, aber es ist tatsächlich so, dass man auch so ein bisschen das Mental Advantage hat, ne? Wenn man wo der Gegner ist. Das kann echt von Vorteil sein, definitiv. Absolut, absolut, das sehe ich, bin ich ganz bei dir. Und ja, es ist ein interessantes Game dennoch, weil es wird hier jetzt wieder schön um Wissen gespielt und Wissen ist, sage ich, in diesem Spiel essentiell wichtig, was man halt in der Low Elo weniger macht oder schlechter macht. Und jetzt hat man hier Mindwing ziemlich low hingekriegt, aber ich meine, Ersten Jungler, der hielt sich sowieso gnadenlos hoch, das brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ich meine, wer letzter Zeit Jungle gespielt hat, weiß, wie gut das funktioniert, auch ohne Red Buff. Mit Red Buff natürlich noch viel insaner, aber der Jungler hat sehr große Vorteile im Jungle, muss man einfach so sagen. Und jetzt wird Fiora angegangen, die hier nochmal alles versucht den Parierschlag zu machen, macht aber noch einen guten Damage, jetzt ist aber rum mit ihr. Fiora dead, 1 gegen 3, kann sie halt immer noch nicht viel machen. Jetzt will man hier engagen, Thresh geht hier fast down, man muss hier flashen. Jay muss hier aufpassen, will hier den Bandage noch treffen, trifft aber nicht, die Ulti hat er schon raus. Aber man kann hier jetzt noch auf den guten Twisted Fate gehen. Der dürfte hier auch fallen, der geht dann auf die Camille, der Kill, auch nicht schlecht. Und man hat jetzt 2 Low Lives, nämlich mit Thresh und Ezreal. Da passiert jetzt aber nichts, aber man könnte jetzt den Midlane Tier 2 Turret holen. Und ich glaube, das ist auch deren Aufgabe und Ziel. Das sieht dann gar nicht schlecht aus, auch mit 2 Minions dürfte das ein bisschen schwieriger sein. Man müsste sich das ein bisschen aufteilen mit der Turret-Aggro, aber nein, das macht das alles. Der Kassadin reicht auch vollkommen.
man hat ja genug Damage dafür. Und jetzt versucht man sehr schön die Toplane Jungle auszunehmen. Und jetzt kriegt man noch einen Blue Buff auf Seiten von TOG für den guten Kassadin. Das ist natürlich super gut und für, ja, für Blue Side, also für Black Lion, absolut schlecht. Sag ich mal so, dass man einen Chrom jetzt nicht mitnimmt, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber man hat jetzt Blue Buff und Wölfe mitgenommen. Wölfe gab es gerade noch nicht, sind noch nicht abgewesen. Aber man hat so gut wie möglich was rausgenommen. Das ist schon mal sehr gut. Weil das Gold, was man im Gegner-Jungle farmt, das verliert der Gegner ja automatisch an Wert. Ja, wobei man hier sagen muss, dass die 90 oder 110 Gold, das Team durch den Grom bekommen hat, in keiner Relation zum Tempo stehen, die sie bekommen oder das sie haben, wenn sie früher resetten. Okay. Hat einfach den Hintergrund, ne, wir sehen es jetzt, dass ich dass TOG einfach viel früher resetten konnte und jetzt Richtung Nash fahren. Aber da ist ein insaner Damage Shutdown! Man hat den Varus das erste Mal gekillt, das ist insane viel Geld. Das war ein super Fight von Black Lion. Man hat hier den Varus aber sowas von mal kurz auseinandergenommen. Eieieiei, und das dürfte jetzt Baron sein. Das könnte Baron und es wird Baron sein. Aber man sagt sich aus TOG-Seite, okay, ihr bekommt Baron. Oh, der Elder Drake, der braucht zu lang, 20 Sekunden. Bis dahin haben sie den locker weg, dann können sie auch noch zum Drake kommen. Schwierig, schwierig. Aber sie gehen erstmal alle weg. Wollen den Elder Drake natürlich fighten. Weil wenn du mit Seele noch die, den Elder bekommst, das macht keinen Spaß dagegen zu spielen. Ja, definitiv. Wenn ich hier an der Stelle von TOG wäre, würde ich den auch nicht contesten. Ne? Einfach weil ich nicht sehe, wie sie die Fights gewinnen können. Aber wer weiß, vielleicht durch mechanisches Outplayen oder tatsächlich, was mir gerade auffällt, vielleicht sogar auch durch Wave Management. Na, wir haben beide Sidelanes pushend und es sind alle fünf von Black Lion in der Mitte. Also das nicht ideal gemanagt. Das auf jeden Fall nicht. Man zögert hier jetzt auch richtig raus, dass sie nicht irgendwie moven können. Jetzt kriegt man den Amumu. Aber da will man nicht engagen. Also wäre das jetzt, wäre es wieder der Varus gewesen, dann wäre das ein interessantes Ziel gewesen zum Re-Engage. Jetzt ist die Frage, will man das Contesten von Black Lion? Man muss es eigentlich fast, weil wenn sie die Soul, wenn sie Elder Drake bekommen, dann sieht es böse aus. Jetzt kann man natürlich die Wave mit Wave durchpushen, weil beide Botlane, beide Sidelines sind ziemlich nah am Turret. Das heißt, der Turret bekommt zwar Schaden, wird nicht fallen. Und man könnte hier eventuell den Inhib-Turret nehmen, was natürlich super insane wäre. Jetzt engaged man hier auf Reno. Der ist nur noch Lowlife, kommt hier ganz knapp davon. Jetzt hat man hier den ewigen CC und holt sich hier den Kassadin. Das ist super wichtig für Black Lion. Aber man hat hier immer noch den Damage. J4 ist auch noch da, aber der ist ziemlich Lowlife. Und was noch super wichtig ist, der AD Carry steht da noch mit einem Double Kill. Jetzt kann man sich hier noch den Triple Kill holen. Wird er das noch machen? Ich glaube ja. Nein, Chloe nimmt sich den einfach als... Das war wieder schlecht gespielt von Black Lion. Da haben sie gedacht, da haben sie jetzt einen guten Engage, wenn sie den Level 15 Kassadin wegnehmen. Aber dann haben sie komplett den Carry vergessen. Und das ist halt mal der gute Taubler mit seinem Varus, der absolut insane Damage macht. Und jetzt muss man hier sogar als Reno aufpassen. Ignite ist draußen, man kann ihn nicht mit Longshots treffen. Jetzt ist die Frage, kommt man hinterher? Oh, das könnte noch knapp werden. Man versucht hier, den noch zu chasen. Das könnte eng werden, aber die fliegt halt weg. Und kann sich halt noch dagegen healen. Jetzt könnte sie dagegen fighten. Jetzt muss sie nur aufpassen, dass sie nicht gestunt wird. Jetzt blockt nochmal Starrux. Und das dürfte aber reichen. Man kriegt hier den Elder Track. Und jetzt wird's interessant. Wenn sie jetzt noch einen Hit bekommt, das dürfte reichen. Und zack, weg ist sie. Und das dürfte jetzt auch ziemlich game-entscheidend sein. Wenn jetzt nicht geintet wird, jetzt muss Mindwing hier aufpassen, wird hier direkt gecatcht, nachdem sie den Trade gemacht haben. Das ist doch super ärgerlich. Jetzt kommt der TP rein. Amumu denkt sich auch, rein da, wir haben ja noch eine Camille, die Damage macht. Und den Kassadin, und das könnte jetzt ziemlich witzig werden. Und Batz da platzt der Ezreal. Jetzt haben wir hier gerade einen langen Fight dabei. Und das dürfte das letzte sein. Qiyana lebt noch, man hat fast ein Ace, man kriegt jetzt den Inhib-Turret, Inhib sollte auch kein Thema sein.
Game bin ich mir noch nicht zu 100% sicher, aber das war jetzt von TOG super gut gemacht. Von dem Zeitpunkt, von dem falschen Engage hin bis zum Drake, und das ist das Ace. Und ich glaube, jetzt hat man genug Kill-Timer. 3 Sekunden noch, bis Fiora kommt, aber die kann nicht gegen 3 Carries kämpfen. Dafür ist sie nicht gemacht, man engage voll rein, zack, weg ist sie wieder. Leute, das dürft Game sein, GG. Das ist das 1:0, der erste Sieg fürs Dream Team in der neuen Season. Und ich würde sagen, das war eine schöne, schöne Runde. So, das dauert jetzt noch ein bisschen. Definitiv. Bis wir wieder umswitchen. Jetzt sieht man kurz meinen Bildschirm. Ja, wunderbar. Hier wollen wir hin. Warum? So, jetzt. Ja, erstes Game vorüber. Deine Einschätzung? Gut, nicht gut? Überraschung? Keine Überraschung? Mehr oder weniger zu erwarten. Mir war schon klar, dass wir hier nicht das cleanste Makro und cleanste Micro und sowas sehen, sondern es ist halt gerade in Div 3, das weiß ich noch damals von meinen Div 3 Zeiten, wo ich noch in einem Div 3 Team war, da wird halt einfach sehr viel gefightet. Ne? Da wird sehr viel über, sag ich jetzt mal, Early Skirmishes entschieden. Wir haben es gesehen, Botlane, ne, wo auf einmal 5 Leute unten waren. Und es wurden einfach, meiner Meinung nach, die Limits von den eigenen Champions nicht gekannt. Ne? Also es wurde immer wieder versucht, Toplane zu fighten. Und man wusste, dass der Jungler auf dem Weg zu einem ist. Hat dann trotzdem nochmal committed, ist trotzdem nochmal gegreedet. Allerdings auch definitiv auf der Seite von TOG, von dem Streamteam, kein cleanes Game. Ne? Also auch hier immer wieder, sag ich jetzt mal, so kleinere Makro-Missplays. Oder eben, na, wir erinnern uns, der Greed von dem Jarvan bei den Crux. Ja, gut. Letztendlich denke ich, ist es so gewesen, wie man es in Anführungszeichen hätte erwarten können. Na, also, dass Jarvan, Camille und Kassadin hier im Teamfight einfach viel machen können, war zu erwarten. Aber es bleibt weiterhin spannend und ich bin tatsächlich schon gespannt und freue mich schon aufs zweite Game und zu gucken, ob wir hier vielleicht Adaptations im Draft sehen, ob der Kassadin gebannt wird, ob die Camille gebannt wird. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Bis dahin machen wir eine ganz kurze Pause. Ich glaube, die Teams besprechen sich jetzt noch. Vor allem Black Lion wird sich da nochmal diskutieren, was sie jetzt machen fürs zweite Game. Wie gesagt, kein Best of Two. Es gibt 2 Games. 1:1, 2:0. Das sind noch die Möglichkeiten für uns. Ja, und dazu erstmal Gratulation an den ersten Sieg an unser Streamteam. Und ja, wir sind gleich wieder zurück, wenn es heißt, wir sind in der Pick-and-Bun-Phase. Holt euch was zu trinken, holt euch was zum Knabbern und ich hoffe, ihr seid unterhaltet und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß dann mit dem zweiten Game, wenn es dann soweit ist. Bis gleich.
Ja, liebe Leute, wir sind wieder zurück. Man hat nicht auf uns gewartet, überraschenderweise. Ich habe noch nicht geschrieben, dass wir ready sind, aber ist egal. Es geht in die Pick-and-Bun-Phase. Direkt rein, was mich überrascht hat. Und wir sehen wieder die gleichen Buns. Mein Experte ist noch nicht da gewesen. Wir hörten wahrscheinlich jetzt gerade im Hintergrund noch ein bisschen rascheln. Bist du da? Perfekt. Sind wir schon wieder da. Passend zur Pick-and-Bun-Phase, richtig. Jawohl. Es gab gerade einfach, ich habe geschrieben, wir sind noch nicht fertig, und dann wurde einfach gestartet. Guess it's so. passiert. Ja, aber dann würde ich sagen, Pick- und Bannphase ist wieder deine Stage. Viel Spaß. Aber wir sehen gerade noch nichts Besonderes. Genau, das sehe ich genauso. Also hier bisher genau gleich wie vorher. Hier der Amumu-Bann. Muss ich sagen, verstehe ich nicht wirklich. Ich hätte lieber Kassadin oder Camille als Bann gesehen. Einfach weil ich nicht der Meinung war, dass der Amumu das Game entschieden hat. Währenddessen auf der Seite von Tok, der Qiyana-Bann ist definitiv eine gute Option. Besonders wenn man bedenkt, wie das letzte Game, besonders im Early Game auf der Topside von Qiyana mehr oder weniger entschieden wurde. Lucian First Pick, muss ich sagen, ich persönlich bin kein Fan davon. Ich kann sehen, warum Teams es machen. Ich persönlich, wie bereits schon erwähnt, würde es lieber sagen, dass. Also ich persönlich würde ihn eher so auf Rotation 2 oder 3 draften, also so jetzt ungefähr. MF Leona, ja, ist. Denke ich, eine solide Botlane ist jetzt nicht das Beste. Ne? Also meiner Meinung nach nicht die beste Botlane aktuell, aber ich sehe definitiv, wieso man hier gehen würde. Ne? Leona Stun auf der Q, Leona Root auf E, Leona nochmal Stun auf der Ult. Und wir sehen den vorher in der vorherigen Pick-and-Bun-Phase angesprochenen Nami-Pick. Lucian Nami ist sehr strong, besonders in Leona rein. Ne? Du bist als Leona, bist du Melee. Du hast als Lucian, hast du einen Dash, womit du die Zenith-Klinge mehr oder weniger gut dodgen kannst. Der Trundle-Pick, muss ich sagen, habe ich eigentlich im vorherigen Game schon so ein bisschen gesehen. Also Trundle Jungle ist immer noch super solide, besonders wenn man ihn eher supportive spielt. Na, also es gibt manche Spieler, die spielen 3 Punkte in die Q und gehen dann für den Pillar Max. Es gibt Spieler, die gehen W Max oder dass sie 2-3 Punkte in die Pillar packen und dann für WMAX gehen. Also man kann eigentlich auf Trundle alles spielen. Ich persönlich sehe einfach den supportenden Trundle aktuell deutlich stärker. Auf der anderen Seite ist der Shen. Wir hatten es auch vorher in der Pick-and-Bun-Phase vom vorherigen Game schon so ein bisschen angesprochen. Shen ist immer ein super solider Pick eigentlich im Competitive. Du hast einfach diese Global Pressure. Und halt eben auch nochmal die Sicherheit, wenn ein Teammate oder wenn wieder gefightet wird, ne, dass man eben kurz dem Teammate aushilft. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir auf der Seite von TOG jetzt irgendwas sehen, wo den Shen relativ gut punishen kann. Ne? Dadurch, dass GP leider gebannt ist, würde ich sagen, dass man auch sowas wie zum Beispiel Camille immer gut spielen kann. Ne? Wir haben es ja gesehen. Ist jetzt allerdings gebannt, war zu erwarten. Also es hätte mich sehr gewundert, wenn sie die Camille offen gelassen hätten. Aber es gibt immer noch sowas wie Irelia. Es gibt sowas wie, in meinen Augen auch Darius sehr stark gegen Shen. Es kann aber natürlich auch sein, dass man hier eher für sowas ein bisschen tankigeres geht, sowas wie ein Science, sowas wie ein Ornn vielleicht. Das ist auch immer definitiv eine gute Option, irgendwas mit CC, um gegebenenfalls die Shen-Ult abzubrechen. Aber ich würde sagen, da hat sich TOG noch relativ viele Möglichkeiten offen gelassen. Karthus Jungle ist was ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Wollte ich gerade auch sagen. Das ist ja wild. Nice.
Also ich vermute jetzt einfach mal, dass irgendwas ist, was einfach der Jungler gerne spielt. Denn ich bin der Meinung, dass es... Ja, dass Karthus einfach nicht so einen hohen Wert hat, wie er früher mal hatte. Und ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo ich den Urgott-Pick sehe und an die OPGGs der Spieler vorher dachte, ja, da den habe ich tatsächlich nicht im Blickfeld gehabt. Denn Urgott, ja, er ist vielleicht nicht der stärkste, aber er ist definitiv eine sehr gute Option, besonders in Shen rein. Na, Melee into Range ist immer so eine Geschichte. Und ja, irgendwie, der Midlaner scheint einen sehr großen Faible für Assassins zu haben. Erstes Game der Kassadin, zweites Game jetzt die LeBlanc. Ja, ich finde LeBlanc ist immer so ein bisschen Coinflip. Besonders gegen Shen, Leona, Lissandra glaube ich, dass man da lieber irgendwas Control-Magiges oder sowas picken hätte können. Aber wir haben ja im letzten Game gesehen, dass die Theorie nicht immer der Praxis gleicht. Und ja, ich bin definitiv gespannt, wie Revel hier das Matchup LeBlanc into Lissandra ausspielt. Denn ne, im Normalfall kenne ich die LeBlanc dasht ran, ne, und die Lissandra drückt einfach W und dann ein Karthus oder ein Shen oder so mit dazu. Also, ja, wird schwierig, aber wir sind definitiv gespannt. Auf jeden Fall. Deine Einschätzung zu diesem Matchup? Wer ist im Vorteil, wer ist im Nachteil? Also aufs Team gesehen oder auf Mitte jetzt bezogen? Auf Teamcom. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt der Teamfight von Black Lion United oder Unleashed deutlich besser. Ne? Einfach weil du hier eine klare Identität hast, wie du deine Teamfight spielen möchtest. Ne? Du hast mit deinem Shen und deiner Leona dein Frontline und dein Engage. Du hast mit MF einen relativ starken Backline-Carry mit der Bullet-Time, mit den bouncenden Qs. Du hast mit Karthus jemand, der selbst wenn er tot immer noch immensen Schaden im Teamfight machen kann. Mit Lissandra hast du eigentlich eine super gute Option gegen Lucian, gegen LeBlanc, dadurch, dass der Lucian eben näher rankommen muss als ein normaler AD-Carry. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht eine Lissandra-Ult ins Gesicht bekommt, deutlich höher. Deswegen würde ich sagen, dass ich im Early Game so im Early- und Mid-Game TUG vorne sehe. Sollte es aber wirklich Minute 30, 35 gehen, dann denke ich, dass nach und nach Black Lion immer mehr an Value gewinnt und vermutlich die Teamfights auch einfach deutlich besser spielen kann, schlichtweg einfach aufgrund von der Frage, die sie gedraftet haben. Absolut. Auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir deine Meinung gehört. Jetzt, lieber Chat, dürft ihr mit euren Kanalpunkten weiter wetten oder gamblen, wie ihr auch sagen möchtet, ist mir Wurst. Wer gewinnt Spiel 2? Spiel 1 ging an TOG aus und ja, wir starten jetzt mit dem ganzen Spaß. Könnt Kanalpunkte einsetzen. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, glaube ich, da ein bisschen mitzumachen. Und ja, dann ist man vielleicht einen Ticken nochmal dabei, falls man jetzt neu hier reingekommen ist. Freuen uns über jeden neuen Follower, der dabei ist. Wir haben ja schon die 1000 geknackt. Finde ich super. Finde ich richtig schön. Wer auch immer der 1000ste ist, Gratulation dazu. Mehr oder weniger. Ja, und wenn ihr zu TOG auch nichts verpassen wollt, wir haben ja nicht nur das Streamteam, wir haben ja auch noch unseren ProDiv oder Div 1 Team haben wir ja in der Premier League, das ja von Summoners Inn gecastet wird. Dann haben wir noch zwei weitere Div 3 Teams oder noch zwei weitere haben wir, die ja auch noch spielen. Das ist ja Rising und dann müssen wir noch mal eins haben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber dessen Namen kriege ich jetzt nicht mehr auf den Schirm hin. Vielleicht kann ja einer vom Chat helfen. Da war ich jetzt länger nicht mehr dabei bei TOG, dass ich das noch auf drei kriege, wer da dabei ist. Rising und dann haben wir noch mal eins. Streamteam und wie heißt das andere? Nee, ich bin der Meinung, wir haben nur Rising und das Streamteam noch.
Haben wir noch das Rising Stream Team? Okay. Dann glaube ich, keine Ahnung. Dann wird es wohl so sein. Ja. Was gibt's dazu groß zu sagen? Schaut auf die Social Media Kanäle, weil wir casten nicht nur Stream Team, sondern auch das Rising Team. Werden wir casten. Da ist der Cast dann am Sonntag, den 10. Und ja. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Wir haben auch guten Content. Gibt auch ein paar Aktionen, die außerhalb der Prime League laufen. Ja, zuletzt hatten wir den Sparkassen Cup bei uns, der für Hobbyspieler im Umkreis von unserem Standort Ulm helfen sollte oder gezeigt worden ist. Ich glaube, das war auch ein ziemlich witziger Moment bei uns auf jeden Fall. Es gibt wieder mal eine Pause. Super insane. Ich liebe es, sag man es mal so. Aber ja, nimmt man halt mit. Bah. Genau. Ja, ich denke, wir haben es ja letztes Game gesehen, dass die 5-Mann-Stack-Strategy ziemlich beliebt zu sein scheint. Ich könnte mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass dieses Game wieder 5-Mann gestackt wird. Mit der Leona E oder der Leona, die als erstes skillen möchte. Mit auch, wenn man wirklich voll committed einem Shen-Taunt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre, einfach weil du im Early Game durch den Taunt jetzt nicht so viel Value rausziehst durch deine Q. Aber auch auf der Seite von TOG definitiv alles andere als ein schlechtes Level 1, ne? Mit Lucian, mit Nami. Ja, wir bleiben gespannt, würde ich sagen. Ja, und wir haben wieder den klassischen Spectator-Lag. Wer kennt nicht? Heute das zweite Mal. Ist halt leider so, der Client ist halt nicht perfekt, wenn man es mal so nett aussagen oder ausdrücken möchte. Ja, schauen wir mal, was passiert. Jetzt sieht es aber eher tatsächlich danach aus, dass nur Black Lions sich stackt mit einem 4-Mann. Und TOG sich normal aufstellt, tatsächlich. Aber selbst bei Black Lion hat man sich gedacht, okay, wir haben es jetzt im ersten Game gemacht. War nice, muss aber nicht sein. Ja, sehe ich so genau. Also Covern ist definitiv immer eine solide Option. Was tatsächlich viele auch gern machen, ist, dass sie Jungle und Mitte tauschen. Einer dem Gegner nicht verraten zu wollen, ne, wer Champion, also wer Jungler startet. Was dieses Game aussieht, wir, soweit ich weiß, im letzten Game nicht gesehen haben, ist das Early Trinket von den Junglern. Ne? Also die Mechanik hier ist, dass du coverst an einer Stelle, dann eben so spät wie möglich den Ward stellst, Baseport ist auf den Sweeper wechselst und dann passend zum Spawn von deinem Buff eben ja, zum Buff kommst. Ja, ist eine Mechanik, die tatsächlich besonders die Midlaner immer freut, ne, weil die halt dann doch mal den einen Ward mehr haben. Aber es ist, ja, meistens werden Invades dadurch gespottet, was eben einen guten Vorteil für dich als Jungler und auch als Midlaner bringen kann. Aber mal gucken, wie sich das Game jetzt hier entwickelt. Genau. Wir sehen, die Miss Fortune hat nicht mit Q gestartet, sondern mit der W müsste das sein. Ziemlich entspannt. Und ja, das ist halt Play-Modus von Urgot. Flicken und Shotguns auslösen. Super eklig, ja. Auf jeden Fall. Sehr schön, Shen. Wobei man sagen muss, dass besonders auf Level 1 und meiner Meinung nach auch noch auf Level 3 Shen noch relativ gut dagegen halten kann, eben besonders durch den prozentualen Damage auf der Q und die Schilder durch die Passive. Und solange Urgot da die W noch nicht ab hat, kann er da auch noch nicht wirklich viel dagegen machen, gegen die Trades vom Shen. Definitiv. Ja, und wir sehen jetzt hier, das sieht alles ziemlich entspannt aus. Beide haben Topside gestartet, finde ich ziemlich interessant, haben Fullclick gemacht bisher. Und was man jetzt sieht, Karthus hat schon die Wölfe gemacht, während Trundle das noch nicht gemacht hat. Er hat zwei Camps übersprungen, hat Chroms übersprungen. Der will hier jetzt natürlich committen auf den guten Karthus. Karthus im Early nicht ganz so ein schweres Ziel.
muss jetzt hier aufpassen, wird hier direkt exhausted. Aber der Damage ist da und da ist First Blood auf Nami. Das ist natürlich super bitter. Jetzt hat man zwar zwei Doppelbuffs, aber die sind halt auf einem Support. Nimmt man mit. Und das könnte der nächste Kill sein. Das ist ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Also jetzt hat man auf allen Lanes ziemlich großen Vorteil bis auf Botlane geholt. Da passt noch nicht ganz schön. Jetzt kommt aber das TP. Das dürfte sogar ein Kill werden. Ja, das ist Lysandra. Die springt halt kurz hin. Ja, da passiert nichts. Schön gemacht von Lysandra. Verliert allerdings in der Mitte einiges an Minions jetzt. Weil sie bis sie da oben ist, wird es schwierig tun. Aber sie kann ja die Crab machen. Und damit dürfte das ziemlich ausgeglichen werden, weil 5 Minions verlierst du, aber du kriegst am Anfang, weiß ich nicht, wie viel Gold man von der Scuttle Crab man bekommt. 70, 75, 90 Gold, sowas. Ja, ich glaube, es sind 90. Es müssten 90 sein, wenn ich auch noch richtig informiert bin. Und von dem her kann man da ein bisschen was kompensieren, was man dann verliert. Und so viel hat sie jetzt dann auch nicht verloren. Das war jetzt, glaube ich, eine Wave, also 6 oder 5 Minions. In dem Sinne ist das schon noch in Ordnung. Sagen wir mal so. Jetzt hat man da einiges an Turret-Station. Und das war ein wunderschöner Q. Aber da beißt sich der Trundle wieder komplett hoch. Das Ceiling war ja gerade schon wieder insane. Heftig. Aber es funktioniert. Tatsächlich. Sehr schöner Dive. Flash von beiden geused. Von Urgot und von Shen. Und ich sag, das ist jetzt ziemlich interessant, dass man hier sehr viele Trades am Early sieht. Schöner Stun übrigens noch von der Lysandra. Aber die hat natürlich Schwierigkeiten, da von der Combo von LeBlanc wegzukommen. Mit der Kette. Ja, sehe ich genauso. Also wir sehen hier bei TUG tatsächlich das, was ich mir schon ein bisschen so in der Pick-and-Bun-Phase gedacht habe. Du hast eben auf der Seite von TUG einfach ein deutlich stärkeres Early- und Mid-Game. Und das willst du eben auch ausnutzen. Ne? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Trundle, nachdem er hier seine Wölfe gemacht hat, entweder weggeht und dann Botside geht oder sofort in seine Botside geht. Und dass man hier eben dann für Drake spielen will. Das bedeutet, theoretisch sollte man jetzt hier auf der Seite von LeBlanc schon mal versuchen, die Wave reinzudrücken, dann gegebenenfalls schon mal Richtung Botlane moven, um, wenn nötig, der Botlane helfen auszupushen. Dann könnte man gegebenenfalls auch schon Drake gehen. Oh, schöner Flash Engage. Und das macht die LeBlanc unheimlich stark. Jetzt wird sogar noch der Karthus gebabbelt, aber die LeBlanc hat daran nicht so ein großes Interesse. Aber der Damage ist gut da. Da sage ich, das ist von der Nami ein schön... ein angenehmer Roam. Jetzt muss er nur aufpassen, da kommt Leona. Leona ist ein Ward Killer. Das ist natürlich eine wunderschöne Kombo mit der Kuh im Auto-Attack Reset. Da kriegt man relativ schnell ein paar Hits hin. Und dann geht das auch relativ zügig. Sollte aber allerdings auch gelernt sein. Ja. Und wir sehen jetzt hier das, was eigentlich in jedem Shen-Matchup gang und gäbe ist, dass wir hier nach bereits 6 Minuten schon 20 CS unten sind. Es ist einfach unheimlich nervig als Shen gegen, ich sag jetzt mal, alles was Quinn oder alles was eben Range hat, ne, auf der Toplane zu spielen. Generell Range-Toplaner meiner Augen nach was ganz Besonderes. Jetzt muss man aber aufpassen, hier kommt ein 3-Mann. Kommt ein schöner Heal raus und das dürfte für Mindwing der Tod sein. Schöner 4-Mann-Gank in sich, sehr stark gespielt. Jetzt dürfte das aber der Track für TOG, für Black Lions bedeuten. Und das will man eigentlich als TOG nicht haben. Wobei sie sich nicht darum kümmern. Die wollen eher um LeBlanc spielen. Und die LeBlanc jetzt sich holen mit der Ultimate. Jetzt ist nur die Frage, wie können sie das lösen? Oh ja, da wird der Shen halt jetzt komplett hops genommen. Schön gesniped. Sehr schön. Sehr, sehr schön gemacht von TOG, die das jetzt wieder richtig gut gelöst haben und sich jetzt wieder die Prio für den Track geholt haben in dem Sinne. Ja, auch hier wieder, ich muss sagen, Decision-Making von Black Lions nicht ganz so, wie ich mir das wünschen würde. Man sieht, sie können einfach nichts mehr machen. So, sie werden einfach jetzt perma-invaded, perma-gekillt. Ja. Man muss jetzt aufpassen, aber... der Damage. Wo, welcher Damage? Ja, ich würde mir wünschen, tatsächlich, dass hier Black Lions eben um ihre Late-Game-Konte spielt. Du hast
meiner Meinung nach auf Lucian nicht so ein starkes Scaling. Du hast auf Trundle nicht so ein starkes Scaling. Auch LeBlanc tut sich besonders gegen Shen, Lissandra, wie wir gesagt haben, im Teamfight sehr schwer. Ja. Knapp, das dürfte aber reichen. Er überlebt noch. Aber da wird geflasht. Und dann holt sich Lissandra halt den Trundle ab. Jetzt sind wir mal gespannt. Das dürfte das dann aber eigentlich auch überleben, wenn er den Tower dived, oder? Ja, wobei, das könnte knapp werden. Ich weiß nicht, was seine Mission ist. Ja. Ja, interessant. Hier für einen Dive zu gehen, wäre absolut zu greedy. Vor allem dadurch, dass er halt Shen ohne Titanic spielt. Na, also es gibt ja die Möglichkeit, dass man quasi Titanic First Item oder First Back geht, um eben ein bisschen mehr Wave Management betreiben zu können. Aber ja, also hier zu diven, das wäre nicht wirklich gut. Na, das wäre keine gute Entscheidung. Zumal man, glaube ich, auch nicht weiß, wo eben Support und Botlane, also beziehungsweise Support und AD Carry waren. Deswegen hier richtige Entscheidung wegzugehen. Ja, dass man den Herald nicht contestet, finde ich interessant. Man versucht lieber Botlane zu diven. Das ist natürlich ekelhaft. Jetzt meine Frage: Man spielt jetzt Lethality Misfortune, so wie es ausschaut. Also, man geht auf jeden Fall für Dark Harvest, wie heißt es? Traktars. Ja, Duskblade. Man geht für Traktars. Ja, genau, für Duskblade. Macht das was am Scaling was aus oder ist das irrelevant? Oh, der stirbt. Das war schlecht. Also ich muss sagen, ich bin eh nicht so der größte Fan vom MF-Scaling. Von daher glaube ich nicht, dass es allzu viel Unterschied macht. Man geht sogar in Humus, okay. Mit Lethality MF hast du halt eben sehr viel Damage auf der zweiten Q-Instanz und besonders halt auch auf der Ultimate. In einem Teamfight, wo du Front-to-Back spielen willst, viel Damage auf der Ultimate und auf den Long-Range-Spells in Anführungszeichen zu haben, ist einfach gut. Ne? Und es ist einfach mittlerweile mehr oder weniger schon gang und gäbe, dass man MF spielt. Also ich kann mich gerade nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal im Competitive Play und auch im High Level eine Crit MF gesehen habe. Das ist tatsächlich ja. Stimmt, das ist auch im Low Elo Bereich eine Seltenheit geworden, dass man eine Crit LeBlanc Crit MF spielt. Eine Crit LeBlanc wäre auch interessant, aber ich glaube nicht, dass man sich so, dass die so viable wäre. Tatsächlich. Ah, ne? Ich bin ein großer Verfechter von Critical Sticks. Von Critical Sticks? Oh! Auch ein schönes Ding. Absolut, also, wie gesagt, bei League of Legends kann man sehr viel machen und da sieht man halt, LeBlanc kann halt auch einen Shen kaputt machen. Der Damage ist aktuell zu insane. Und für Tanks finde ich auch, dass es ziemlich schwierig ist, gegen AP zu bauen. Also, gibt's nicht viel, was du machen kannst. Gibt ein bisschen was, aber nicht wirklich viel. Gut, also man hat immer die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, von einem. Also ich persönlich bin auch auf Support, ne, auf sowas wie Nautilus oder so. Ein bisschen Mask ist da für mich einfach der Way to go. Ne? Absolut, ja. Sehe ich genauso. Ein bisschen Mask ist da einfach das Must-Have. Jetzt hat man hier den Jungle schon wieder abgeholt und das macht Black Lions jetzt gar nicht so schlecht. Es steht 5-5. Man ist nur 500 Gold behind. Für das, dass man early eigentlich nicht so krass behind gehen möchte, macht man das eigentlich schon ziemlich gut. Und vor allem, man hält sich von den Turrets alle Möglichkeiten offen. Jetzt ist es halt tatsächlich eine Sache und eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann der Hebel kommt und Black Lions dann wirklich agieren können, wie sie möchten und TOG eigentlich nur noch reagieren kann. Im schlimmsten Fall. Ja. Ich persönlich muss sagen, es ist schon wieder so ein bisschen eine gleiche Story wie im letzten Game, dass viel versucht wird, was nicht zwingend mit dem Kerngedanke der Teamcomp einhergeht. Auf der Seite von TOG ist es eher vertretbar, dass hier viel gefightet wird und so, weil sie halt eben im Early Game diesen Lead bekommen wollen, den sie jetzt zumindest stat-wise auf der LeBlanc und auf dem Urgot auch haben. Ja, aber Black Lion schon wieder so ein bisschen
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie wissen so nicht wirklich, was sie wollen. Sie Und sind sich nicht zu 100% sicher. Jetzt kommt Chen Ultimate raus. Jetzt holt man sich hier. Will man sich hier. Ja, gut, man will hier ordentlich reinsteppern. Man kriegt aber den ADC nicht getauntet. Und das ist natürlich super eklig, weil jetzt kann der Lucian mit seinem nicht mal einem Item richtig durchstarten. Das ist ein wunderschöner. War wunderschön executed. Man kriegt hier nichts. Miss Fortune hat hier gerade noch ihre Ulti rausgehauen, um vielleicht noch einen Kill zu holen. Man verliert hier 2 zu 0 den Trade und verliert dann somit auch den zweiten Drachen. Und das ist schon wieder schlecht. Wobei, es ist in Anführungsstrichen nur der Wolkendrache. Ich meine, er ist trotzdem gut, aber sehr schön gespielt von TOG. Und wie du schon gesagt hast, man hat das Gefühl, dass Black Lion nicht ganz zu 100% weiß, was sie machen wollen und was sie machen sollen. genau. Das ist schwierig. Ja, auch hier jetzt dieses Hin und Her getanze. Also, wenn ich Black Lions wäre, in dieser Stelle würde ich sagen, okay, wir müssen jetzt hier in dem Moment oder im ersten Moment erstmal Schadensbegrenzung betreiben, ne? Das heißt, wir müssen gucken, dass wir Mitte T1 nicht verlieren. Wir müssen gucken, dass wir gegebenenfalls auch Top T1 nicht verlieren, wenn Yelena Blanc permanent weiter auf der Sidelane bleibt. Ob das machbar ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, besonders auch von dem Karthus bin ich kein Fan davon. Ich hätte mir gewünscht, dass wir hier vielleicht einen Jungler gehabt hätten, der im Early Game ein bisschen aktiver sein kann, um eben diese Überbrückungsphase von Early Mid Game ins Late Game, wo quasi dann zumindest ein Champion eben in der Lage ist, das so ein bisschen zu tragen. Man hat das früher relativ oft gesehen, dass Scaling auf Mitte und Botlane gedraftet wurde und Toplane dann sowas dran war, wie zum Beispiel ein Renekton oder so, oder das dann. Und genau die kommt, die man nicht sehen möchte auf Seiten von TOG. Man stunt mitten rein und dann kommt halt die Ulti von Miss Fortune rein. Die böllert halt auf der Sidelane ziemlich ordentlich rein, wie man jetzt eben gesehen hat. Trundle ohne jegliche Chance, aber der ist, wie du gesagt hast, supportive unterwegs. 045, das heißt, er will eigentlich nur da sein, um slowen, ein bisschen Damage zu machen. Aber die Kills sollten auf den Carries liegen, wie Lucian, wie eine LeBlanc. Absolut fein, was er da macht. Man kann auch noch 1 zu 1 traden, Lucian mit seinem Calling. Absolut insane. Der Damage ist da auch mittlerweile richtig strong. Hat mit Krakenslayer auch absolut genau das Richtige gebaut, finde ich, für dieses Match. Man spielt gegen zwei starke Tanks mit Leona, mit Chen. Und da ist dann so True Damage auf jedem dritten Schuss schon ziemlich nice. Ja, definitiv. Ja, lässt sich eigentlich nicht wirklich viel noch hinzufügen. Generell, die Itemwahl nichts Besonderes. Ne? Also der Titanic Rush auf dem Urgot ist eigentlich gang und gäbe. Auch das Ludens ist mehr oder weniger Standard eigentlich. Während man auf der Lissandra eben das Everfrost hat. Ja, Ludens auf Lissandra hat man einfach nicht so einen hohen Value. Na, da bringt einem der bisschen mehr CC dann einfach. Ja, das gibt nochmal so dieses kleine Extra oben drauf, was man durchs Ludens eben hat. So ist es. Jetzt versucht man jetzt hier zu engagen. Jetzt kommt ein TP raus. Das dürfte Lissandra sein. Aber hier will man den ersten Kill holen. Aber das dürfte schon wieder eng werden. Eieiei, aber das reicht trotzdem. Mindwink hat hier seinen ersten Kill geholt. Dürfte jetzt aber hier sterben. Nein, er überlebt das Ganze noch. Wie darf denn das bitte sein? Das war ganz, ganz enge Kiste. Mindwink überlebt das noch. Wird hier noch geheilt. Reicht. Kommt raus. Man tradet hier 1 zu 1. Urgot stirbt dafür. Aber er hat hier einen riesen Job gemacht. Man hat hier leider nur 1 zu 2 traden können. Oder 2 zu 1 traden können auf Seiten von TOG. Aber das war sehr gut. Jetzt holt man sich den Herald, den zweiten. Hat jeden Dragon bisher genommen. Man hat also objective-technisch komplette Kontrolle bisher auf der Map. Und das ist super wichtig, gerade in dieser Anfangszeit, dass man jetzt noch weiter versucht, den Lead auf seine Carries, auf seine wichtigen Menschen voranzubringen. Und das wird jetzt nach wie vor immer wichtiger, weil bei Black Lions tickt nicht die Uhr, sondern die Uhr spielt für dich sogar mit. Je besser die Zeit, also je länger die Zeit voranschreitet, desto besser für Black Lions, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du mir mal Anfang des Games mal nahegelegt hast. Genau, also ich bin tatsächlich immer noch der Meinung, dass eben Karthus ist halt ein super, super guter Scaling-Champion.
ein super guter Scaling-Champ. Auch Lissandra ist jetzt zwar nicht so der Ultra-Scaler, aber ich persönlich bin der Meinung, dass da doch definitiv Scaling zumindest mit dabei ist. Und wenn es nur durch eben den Damage und die CC kommt. Ich persönlich würde mir wünschen, dass man mit diesem Herald jetzt für den Mitte-T1 geht. Denn wenn man den Mitte-T1 hat, wird man dadurch einfach extrem die Map und man erschwert Black Lion noch mehr für Dragon Contest zu gehen, für den Top-Lane, für den Bot-Lane T1 Dev zu gehen und kann sie so dann immer weiter snowballen. Genau, das ist ja das, was TUG hier machen möchte. Genau, und jetzt hatten wir hier einen Zwei-Seiten-Fight. Unten fightet man, oben fightet man, das ist ganz wild, aber da kann der Shen halt nichts machen, er ist tot. Und das heißt, Black Lion hat schon wieder keine Option, einen richtig genialen Engage zu setzen mit Leona, Shen-Ulti, das, was man eigentlich gern haben möchte, dass man Shen mitten in den Gegnern drin hat, dass er alle taunten kann und dass man dann mit seinen Carries den Schaden einfach nur noch reinballern muss. Das ist jetzt nicht möglich und jetzt muss man vorsichtiger fighten. Jetzt kommt der TP, LeBlanc ist dabei. Das heißt, aufpassen an Karthus und aufpassen an... Oh, der Damage! Hör mir auf, das reicht nicht ganz, der Schaden! Wie knapp überlebt denn der Junge das noch? Aber da sieht man einfach, wie gefährlich das ist. Da kommt nochmal der Snipe, aber man kriegt den Drake. Man hat noch den Karthus bekommen. Was will man mehr? Die Miss Fortune versucht noch mit der Ulti irgendwas zu machen, aber man kriegt hier schon den dritten Drake und das ist jetzt super bitter. Baron steht auch noch offen. Jungler nicht da für 18 Sekunden. Man hat 20 Sekunden keine Lissandra mit CC. Man hat nur noch Leona, Shen und Miss Fortune. Miss Fortune hat gerade Ulti genutzt. Das heißt, es müsste Free Baron sein für TOG. Wenn ich da jetzt mich nicht böse täusche, aber ich meine, TOG und Barons, da haben wir schon eine lange Geschichte. Da haben wir schon den einen oder anderen verloren. Ich hoffe jetzt einfach, dass das nicht der Fall sein wird. Jetzt muss man hier aufpassen. Der Damage ist groß. Und da kriegt der Baron einfach noch den Assist. Und der Karthus holt sich den Kill auf die Nami. Die Arme musste da leider sterben. Weil man den Karthus Ulti-Damage etwas unterschätzt hat, kam er noch zur rechten Zeit raus. Und somit kein Baron für TOG, wo ich gedacht habe, die könnten den etwas schneller schaffen und somit ohne Karthus Ulti dann wieder backpoppen, aber leider hat das nicht ganz gereicht. Ja, also ich hätte hier an der Stelle Display Bitlane gepusht hätte mit dem Herald. Man hatte das mehr oder weniger ideale Setup dafür. Du hättest für Midlane T1 gehen können, hättest dann die Option gehabt, dass du Urgot oder LeBlanc, einen von beiden, vermutlich eher LeBlanc auf die Botlane stellst, dass da der T1 Turret noch geklärt wird. Ja. Gut, ja. Der Karthus, er wird jetzt halt grundsätzlich jedes Mal gewonshottet, wenn LeBlanc in der Nähe ist. Ja, das ist richtig. Das ist das Ziel und der Lebensinhalt einer LeBlanc. One-Shot over One-Shot, Damage over Damage zu ziehen. Und das egal an welchem Gegner, das ist insane. Jetzt kommt hier eine Wave-Clear-Ulti von Miss Fortune, die ordentlich Schaden gemacht hat, wenn man da Mindwing anguckt mit seinem Drundle. Der steht da mit 300-400 HP noch, aber es ist ziemlich gefährlich. Aber man hat den Charge durchbekommen von dem Herald, was ziemlich gut ist. Das heißt, hier zwei Turret auf der Midlane. Sieht schon ziemlich schlecht aus und der Damage ist da. Dürfte demnächst der nächste Kill sein für die LeBlanc, die dann aber vielleicht doch etwas zu weit vorne steht, sich da nicht ganz sicher ist und dann lieber backportet und sich noch ein paar Sachen holt. Ich meine, das müsste jetzt bald Rabadon sein, wenn ich das sehe. Zwei Big Staffs. Das sind natürlich sehr schmackhaft für den LeBlanc. Oder sie können auch Richtung nicht Morelos gehen, sondern wie heißt das? Weiter Item von dem Ring, vom Darkseer. Mage Eyes. Gott, dass mir das nicht einfällt, das gibt's ja auch schon seit Jahrzehnten, dieses Item. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es der Rabadons wird, ne? Und wir sehen es auch, sie hatte eine 7 auf der Bank, als sie weggeportet ist. Hier jetzt allerdings von TUG weiter zu pushen, halte ich für keine gute Idee. Na, wir sehen es auch so ein bisschen. Wir haben, die LeBlanc ist nicht auf der Map. Wir haben keinen Urgot, der auf der Seite Pressure macht. Aber die Lissandra ist hier auch auf einer Mission.
Die ist auf einer Mission und zwar zu stauben. Der Schaden jetzt natürlich mit der Passive vom Rabadons, mit den 20% extra AP vom zusätzlichen AP. Das ist natürlich, das macht nochmal einen größeren Sprung bei ihr. Und ich glaube, das Majors dürfte jetzt demnächst dann zustande kommen und dann wird's richtig knallen. Und dann tut's weh. Eine 8-0-3 LeBlanc, die tut immer weh. Das geht nicht anders. Ja, und das ist, letztendlich sehen wir hier ein ähnliches Spiel wie das, was wir letztes Game gesehen haben. Auch da war es so, dass wir auf dem Midlane-Assassin immer wieder mal hier einen Kill. Irgendwann bist du einfach der Held, dass du einfach, ja, dass einfach die Leute nichts mehr dagegen machen können. Du bist jetzt als LeBlanc in der Lage, Sidelane zu spielen. Du hast Teleport ab. Es kann dich eigentlich keiner matchen. Man braucht mindestens zwei Leute für dich. So. Und selbst dann würdest du vermutlich sogar noch einen davon bekommen. Das gleiche gilt aber tatsächlich auch für einen Urgott. Ne? Also auch der Urgott ist so stark, dass ich denke, dass der Shen nicht viel gegen den machen kann. Und deswegen könnte es schwierig werden im weiteren Verlauf für Black Lion. Okay, jetzt ultet man da auf Seiten von... Eieiei, der Schaden. Das hat man sehr schön gemacht. Da hat man nur, in Anführungsstrichen, nur... Da wird jetzt aber auch die LeBlanc geultet. Das war nicht ein ganz guter Fight. Das sind Shutdowns für eine Miss Fortune. Das ist Gold für eine Miss Fortune. Unheimlich gut, aber man hat ja noch den Urgott, der richtig Schaden drückt. Jetzt wird gezonjas, das dürfte nicht reichen. Shutdown, der zweite für Miss Fortune. Wie viel Gold hat die denn bitte gerade bekommen in ihr Gesicht rein? Das dürfte fast das ganze... Das dürfte noch ein Item fertig werden. Von ja, ihr. Definitiv. Also sie hat jetzt hier 3700 Gold auf der Tasche. Wird damit jetzt vermutlich nach dem Drake auch Base gehen. Und genau das ist das, was ich in der Pick-and-Ban-Phase angesprochen hatte. Du hast eben diese Chance durch diese unheimlichen Kombos, die du auf der Seite von Black Lion hast. Du hast immer eine Chance, auch wenn du 4, 5, 6, 7, 8.000 Gold behind bist. Besonders die MF, die macht halt echt Damage, ne? Und auch der Katus, auch wenn er 1-5 steht, du musst bedenken, selbst wenn er getötet wird, dann hat er trotzdem noch seine Qs, er hat trotzdem noch seine Wand, die Magic Resist von den Gegnern entzieht. Und du hast die Qs noch. Und theoretisch auch die Ult, wenn du sie abhast, ne? Also das ist, es ist schon Schaden im Haus, definitiv. Man muss jetzt auf der Seite von Black Lion einfach nur gucken, wie man genau solche Szenarien passieren kann. Weil in diesen Szenarios, da sehe ich eigentlich auch für eine 8-1 LeBlanc nicht wirklich eine Chance, wie sie da großartig was dagegen machen kann. Absolut, absolut. Das heißt eigentlich, COG müsste sich bemühen, das Game zu beenden. Genau, also was ich mir auf der Seite von TOG wünschen würde, eben auch, wenn ich Summoner Spells gucke, ist ein 1-3-1. Na, das bedeutet Urgott oder LeBlanc top und respektive eben auch auf der Botlane. Genau das sehen wir jetzt auch. Ne? Hier TUG weiß, dass es halt eben... Jawohl, jetzt gibt es aber einen 5-Mann-Fight und der sieht nicht gut aus für Black Lions. Das ist super ärgerlich. Da gibt es ordentlich Schaden. LeBlanc kommt jetzt dazu. Da gibt es einen Shutdown 900 Gold für den LeBlanc. Das ist natürlich auch nicht das, was man haben will. Und jetzt stirbt auch noch zu guter Letzt der Kartus. Und da hat man mal kurz ein Ace gezogen. Mir nichts, dir nichts. Man war zu dritt in der Mitte schön gemoved von Urgott und von der LeBlanc. Jetzt kann man hier den Baron zu zweit, zu dritt machen. Sollte genug Zeit haben. Der Lucian pusht hier noch, versucht hier Minions wegzunehmen. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Der sollte lieber beim Baron mithelfen. Den Damage braucht man da auf jeden Fall. Der zieht sich nämlich ein bisschen zu lang. Leona lebt schon. In 8 Sekunden, ja, wobei das sollte trotzdem reichen. Die dürften da trotzdem keine Chance haben, da irgendwas zu machen. Die Dame muss hier Heal-Arbeit des Todes leisten. Das Smite müsste jetzt demnächst rauskommen. Jesus Gott, der Heal, hast du das gerade gesehen? Das waren ja fast 1000 HP, wo der wieder sich hochgeholt hat. Eieiei. Ja, heftig. Wir sehen hier wieder das gleiche Szenario. Ja, es war einfach gemissplayed. Ne? Du bist, deine Teamcomp besteht. Im Kerngedanke darin, dass du zu fünft deine Ultimates aufeinander abstimmst, dass du genau koordinierst,
oder dass auch genau gecallt wird, ich CC den, wir fokussen den, wir machen das hier. Und das war halt eben gerade nicht gegeben, ne? Da waren so ein paar, waren so Richtung Raptors unterwegs, die anderen waren auf der Mitte unterwegs. Und wenn du halt gesplittet bist, dann kommt da halt eine LeBlanc und dann kommt da halt ein Urgot und dann kommt da halt ein Lucian. Und der Lucian hat halt auch drei Items, der macht halt auch Damage. Und ja, man kann es einfach, dass es gemissplayed von Black Lions war. Muss man leider sagen. Da muss man vielleicht nochmal einen Tick an der Kombinationsgabe oder an der Kommunikationsgabe sagen. Arbeiten, aber ich meine, dafür sind ja solche Spiele da, dafür ist Ligaspiel da, dass man sich bis zum Ende der Saison so weit perfektioniert hat, dass man im besten Fall einen Playoffs-Platz hat für die nächste Div und sich dann zur höchsten Form nach oben steigt und in die nächste Div geht. Und ja. Es sieht sehr gut aus. Der Lucian darf frei damagen, die LeBlanc darf frei damagen und man hat keine Chance und das dürfte jetzt auch Gaudes fast das zweite Game wahrscheinlich schon fast machen. Es könnte nochmal ein Ace kommen, die haben Baron. Und ja, ich gehe mal davon aus, man hat Cannon Minion dabei. Ja, das wird definitiv Game sein. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man lieber das wieder auf ein 1-3-1 gespielt hätte. Ich meine, dass es jetzt funktioniert hat, liegt einfach daran, dass man so viel Gold ahead ist. Na, aber wenn man es clean runtergespielt hätte, dann hätte man wieder Urgot und LeBlanc auf die Sideline gepackt, hätte dreimal immer die Mitte rein und irgendwann hätte man dann Stück für Stück die Base einfach abgebaut. Und wir sehen jetzt tatsächlich auch, das war Game 2, somit ein Spieltag von 2-0 für TUG Stream, für das Streamteam. Ja, es war letztendlich beide Games vom Prinzip her ähnlich. Ne? Also mir hat es immer so ein bisschen dieses Etwas gefehlt, was eben zeigt, dass Black Lions weiß, was sie machen müssen, wofür ihr Team steht. Und das, denke ich, hat ihnen letztendlich dann auch die zwei Niederlagen eingebracht. Absolut. Erstmal GG an Stream Team und vielen Dank an Black Lions, dass sie heute mit uns gespielt haben, gegen uns gespielt haben. Und Gratulation zum 2-0, muss man sagen. Vielleicht kriegen wir einen von unseren Spielern zu einem Interview. Das würde mich nämlich ganz gerne interessieren, wie es für die war, jetzt das erste Spiel nach einer kleinen Pause mitzumachen. Einfach beim TOG-Channel rein und dann in LOL on Air. Da müsstet ihr alle Möglichkeiten haben, da reinzugehen. Und dürfte klappen. Einfach reinkommen, wir warten auf euch. An sich ein ziemlich interessantes Spiel. Jetzt haben wir da den Jay, unseren guten Supporter. Grüß dich. Grüß Gott. Ja, Gratulation zu den ersten zwei Siegen, beziehungsweise zum ersten Gesamtsieg. Deine Einschätzung, wie war das Gefühl vom ersten Spiel? Habt ihr das erste Mal so zusammengespielt, live on stage, sage ich mal so. Wie war das für euch? War es gut? War es zufriedenstellend oder gibt es da ein paar Punkte, wo du sagst, ja, da können wir uns definitiv noch verbessern? Also ich muss ehrlich sagen, das war auch unser erstes Official als jetzt 5 Mann. Und da haben bei uns ein bisschen die Nerven durchgespielt im Early Game, wo wir auch ein bisschen auch richtig getrollt haben oder sogar geintet haben, paar Stellen. Aber ich würde sagen, relativ sehe ich die Gruppe entspannt und wir sollten die Tabellensieg bekommen sogar. Okay, ziemlich hochgestochenes Ziel. Jetzt habt ihr nochmal eine Woche Zeit. Nächste Woche habt ihr spielfrei, also nächsten Spieltag am Wochenende. Könnt euch nochmal drauf einstellen. Gerade Spiel 2 hat nochmal gezeigt, es hätte auch ein bisschen anders gehen können. Habt Glück gehabt, dass dann bei Black Lions irgendwie die Kommunikation nicht zu 100% funktioniert hat, gerade in den letzten zwei Teamfights. Sehr schön gespielt. Was ist da bei euch durch den Kopf gegangen, wo ihr dann gemerkt habt, okay, wir haben die jetzt, das war's, wir haben es Game 2, erster Sieg ist in der Tasche, das ist schon mal gut. Also, um ehrlich zu sein, hatte ich das schon beim vierten Rang gedacht, wenn wir jetzt die Soul bekommen, dass wir das Game einfach runterrennen können. Aber leider hat sich das nicht so entwickelt, wie wir wollten. Aber nachdem die bei unserem T2 in der Midlane getrollt haben, haben wir gedacht, das ist definitiv der Sieg für uns. Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Außer unser Analyst hat noch ein paar Fragen. Hast du noch ein paar Fragen? Also was mich tatsächlich interessieren würde, ist, ob ihr euch im ersten Game im zweiten Game bewusst für die LeBlanc entschieden habt
Weil ich persönlich habe es in der Pick-und-Bann-Phase schon angesprochen, ich hätte hier eher irgendwas Control-Magiges gesehen, ne? Also gerade sowas Richtung Victor, Richtung vielleicht auch eine Syndra war glaube ich offen. Ist es einfach so, dass euer Midlaner sagt, nee, er fühlt sich auf diesen Assassin-Champions lieber, ne? Man hat es ja im ersten Game gesehen mit dem Kassadin, jetzt im zweiten Game mit einer sehr starken LeBlanc-Performance. Also ist es da eher so diese Tendenz zum Assassin-Spielen hin? Oder war es einfach, sag ich jetzt mal, Intuition, dass man sagt, ja, wir haben jetzt gerade Lust auf LeBlanc? Oder, ja. Also tatsächlich muss ich sagen, dass unser Midlaner halt sehr gut auf LeBlanc ist. Und der Gedanke wegen der Champion Select war so, dass die nicht Lissandra picken können, weil die sonst zu viel AP haben auf der anderen Seite. Aber dann haben wir uns einfach stumpf für LeBlanc entschieden. Also da war einfach... Spontane Entscheidung. Spontane Entscheidung, alles klar. Gut. Interesting. Gut, dann würde ich sagen, kannst uns auch wieder verlassen. Gratulation an Team noch, kannst du uns von uns zwei weiterleiten. Ja. Bin mal gespannt, ob Lena dann im nächsten Spiel dann dabei ist. Vielleicht kommentiere ich das wieder. Ansonsten, feiert schön, habt einen guten Tag heute noch und dann sage ich auch zu dir mal ciao. Ja gut, ich möchte mich auch noch für den Cast bedanken, war toll. Dankeschön. Und gerne. Dann wünsche ich auch jedem einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut. Ciao. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Preview. Was kommt als nächstes? Und zwar haben wir schon am 10. am Sonntag um 17 Uhr das nächste Spiel. Und das folgende Spiel wird von uns gecastet. Und da steht es auch schon fest, vielleicht wer castet. Na, da steht es noch nicht ganz fest, wer castet. Aber das können wir dann vielleicht schauen. Wir spielen gegen Wii Sports Academy Div 3.13 mit unserem Team von TOG Rising. Also, würde ich sagen, Sonntag 17 Uhr, 16.55 Uhr sehen wir uns dann wieder. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier fertig. Ihr könnt noch ein bisschen Musik hören. Wünsche euch einen schönen Donnerstagabend und ein schönes Wochenende. Dann bis Sonntag. Ja, freue mich auf euer Wiedersehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.